bis nachher. Danke. Deine Mutter. Mutter? Ja, was? Hätte ich absagen sollen? Hey, was ist? Komm, jetzt red nicht so ein Quatsch. Bleib ruhig, bitte. Natürlich liebe ich dich. Ja, ich komme. Sind wir vielleicht abhängig von unseren Plänen? Und was, wenn ein Plan scheitert? Für Mama. Ja, ich will trotzdem ein Kind. Setzen wir alles daran, unseren Plan durchzusetzen? Sollten wir am besten gar keinen Plan machen, uns einfach fallen lassen, loslassen und sehen, was passiert? Denn was auch immer kommen soll, eins ist sicher, es kommt. In der Toskana, auf der Suche nach Antworten. 25 Jahre hat meine Mama meinen Papa und mich betrogen? Seien Sie vorsichtig, das ist eine Parallelwelt hier. Und die Nachforschungen haben Nebenwirkungen. Ein Sommer in der Toskana, Sonntag 20.15 Uhr im ZDF. Da kommt Julie drauf, die große Show der schrägen Fragen. Und der cleveren Teams. Aber dann machen wir das so, als hätte ich es gewusst. Nee, kann ich mir nicht. Nee, kann ich nicht. Nein, kann ich mir nicht. Oh, warte mal, ganz kurz. Du wolltest eine Schnellrunde haben, ne? Da kommst du nie drauf. Habt ihr einen Tipp? Mittwoch, 20.15 Uhr im ZDF. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen. Präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Es ist 20.15 Uhr und exakt 30 Sekunden. Es ist der 27. April und das ZDF feiert heute 50 Jahre Hitparade. Und hier sind die Größten. Die Erfolgreichsten, die Besten, hier sind Howard Carpendale und Michael Holm. Marianne Rosenberg und Wenke Mürre. Heino und Daniel Gerard. Nicole und Bernhard Brink. Mike Krüger und Markus. Purple Schulz und Matthias Reim. Und hier ist der Mann, der im Alleingang die Mauer niedergesungen hat. Mr. Knight Rider, David Hasselhoff. Und durch den Abend führt sie Thomas Gottschalk. Schönen guten Abend zu Hause und hier in Offenburg. Nein, wenn mir vor 30 Jahren einer in den 70ern gesagt hätte, sag mal, könntest du dir vorstellen, den 50. Geburtstag der ZDF-Hitparade zu moderieren, hätte ich ihn mit meinen Beachstiefeln in den Hintern getreten, hätte gesagt, ich doch nicht. Und als das ZDF mich gefragt hat, ob ich das heute Abend machen möchte, habe ich natürlich erst gesagt, habt ihr nichts anderes? Haben sie gesagt, nö. Und hier stehe ich. Und ich freue mich auf den Abend. Denn wir sind ja flexibler als die Generation vor uns. Das muss man sagen.
Und die nach uns, die hängen ja eh nur bei Rap, Techno oder was weiß ich. Wir waren damals, ich war ja Discjockey, einfach in der Lage, die ganze Bandbreite der Musik zu genießen. Da hast du am Abend Steppenwolf und Black Sabbath gespielt und alle haben mit den Haaren geschmissen. Und dann so kurz nach 12, eins rechts, eins links in der Diskothek. Mohonia, Mohonia. Ihr seid das richtige Publikum, ich habe es gewusst. Nein, wir sind tatsächlich mit dem Schlager groß geworden, ob wir es wollten oder nicht. Also ich habe den Text vom Erlkönig habe ich vergessen, aber bei Frag den Abendwind bin ich textsicher. Und ich glaube, es wird vielen so gehen, die heute Abend zugucken. Also freuen Sie sich mit mir auf eine Erinnerung an 50 Jahre ZDF-Hitparade. Hier ist Berlin am 18. Januar 1969. Der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Ausgabe Nummer 1 der Hitparade. Es werden 368 Folgen. Präsentiert von Dieter Thomas Heck, Viktor Worms und Uwe Hübner. Rainer, wir können abfahren. Eine Erfindung von Regisseur Trugbrandt und Dieter Thomas Heck, die für den sagenhaften Erfolg der ZDF-Hitparade entscheidend ist. Ich muss eine deutsche Schlagerparade machen, denn die gab es nicht. Das Konzept ist neu und außergewöhnlich. Wir fahren live, das heißt, nur das Orchester, nur der Chor kommt vom Band. Alles andere kommt direkt vom Original von unseren Interpreten. Goodbye. Und die Stars warten nicht hinter den Kulissen, sondern auf den Zuschauerrängen. Alles geht einmal vorbei. Bernhard, der Brink. Ein Studio mit Wohnzimmeratmosphäre. Mittendrin statt nur dabei. Fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein. Teilnehmen statt zusehen. Du bist alles für mich. Denn ich liebe nur dich, Michaela. Es war eine große Familie, die in dem Studio war. Ganz ohne Berührungsängste. Was an Menschen da war, die unbedingt in die Sendung wollten, da standen vor der Tür Tausende, die nicht reinkamen, weil es keine Karten mehr gab. Die Hitparade ist ein echter Straßenfeger. Bis zu 20 Millionen Zuschauer zieht sie vor den Fernseher. Für die Künstler ein einzigartiges Karrieresprungbrett. Start Nummer 9, das ist Roland Kaiser. Marianne Rosenberg. Hier ist Chris Roberts. Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Drei Jahrzehnte prägt die Kultsendung. Ein unvergessliches Kapitel Fernsehgeschichte. Wir werden heute Abend viele, viele Bekannte wiedersehen. Ich verkneife mir das Wort alte Bekannte, aber natürlich ist das heute ein Nostalgieabend, ein Abend der Erinnerung. Aber setzen Sie Ihre 12-Jährigen ruhig mit aufs Sofa. Für mich ist es eine neue Erfahrung, dass ich mal wieder eine Fernsehshow mache, wo ich auf dem Sofa sitze und keiner, der neben mir sitzt, hat ein Namenskärtchen. Weil ich sage jetzt immer, wer ist das? Das ist ein Blogger, der hat 4 Millionen Follower. Mach ihm ein Namensschild hin. Also, wenn Sie irgendwann mich mit Heino auf dem Sofa sehen und der trägt ein Namensschild, dann wissen Sie, mit mir geht's dahin. Ja, aber gut. Ja. Ja, ja. Schön, dass ihr da seid. Das wird nie geschehen. Das wird nie geschehen, hoffe ich. Ja. Michael Holm, Marianne Rosenberg. Marianne, dir bin ich sehr früh verfallen. Das finde ich schön. Ja. Da weiß ich noch, ich muss so 20 gewesen sein, da hast du ein Lied gesungen. Mr. Paul McCartney, weißt du, wie ich leide? Ohne ja. dich bin ich einsam. Das war der erste Song in dieser Hitparade. Ja? Ja. Ach, guck mal, da haben wir doch schon einen Volltreffer. Da war ich 14 und bin an einem Tag 2 Jahre älter geworden, weil man durfte mit 14 nicht ins Fernsehen. Das war Kinderarbeit. Ich war dann 16, das war cool. Siehst du, mit 60? Aber man darf unbegrenzt nach hinten, ist offen, das ist gut.
Gott ja, sei Dank. Das ist auch gut. Ja, ja. Wenke, du warst, ich habe mir gedacht, du hast immer Spaß. Wenn man dich gesehen hat, immer guter Laune und Gummiboot und beiß nicht gleich in jeden Apfel. Aber und Tor. Im Tor, ich dahinter. Also wir werden Zeit haben, alle miteinander zu sprechen. Noch einmal, es ist ein Abend der Erinnerungen. Die Hitparade hat sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt und natürlich gab es da auch Änderungen. Wir werden so ein bisschen auch dieser Geschichte folgen heute Abend. Los ging es und da war ich natürlich mit dabei, denn wir hatten ja nichts, wie unsere Nachbarn immer gesagt haben. Wir hatten wirklich, es gab zwei Fernsehprogramme. Ja. Und also du hast Beat Club geguckt und die Hitparade hat einfach dazugehört. Ja. Und Rainer Holbe mit der Fliege hat man ja auch noch geguckt. Also insofern Erinnerungen jetzt an 70 Jahre Hitparade. Nee, 50, aber in den 70ern geht's los. Hier ist ein... Ist schon ach, wurscht. Nix. Erste. Die 70er Jahre. In der Bundesrepublik kehrt der Wohlstand ein. In der guten Stube werden die drei Fernsehsender ARD, ZDF und die Dritten zwar immer noch größtenteils in Schwarz-Weiß empfangen, doch ist genau jetzt auch die Zeit der großen Shows im deutschen Fernsehen, unter anderem die der ZDF-Hitparade. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. 2 Grad minus und dennoch wie immer heiße Musik alle 4 Wochen aus Berlin. Heiße Musik bei ihrer deutschen Hitparade aus den Bufa-Studios, Berliner Union-Filmstudios aus Berlin. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Nach dem Bade, Hitparade wird zum Ritual für die ganze Familie. Und sie 31. Neuen Jahrzehnt kommt auch die Flower Power. Wie die Songs wird auch die Hitparade bunter und vielfältiger. Eine ungezwungene, lebensfrohe Show. Immer neugierig auf Neues. Hier feiern die Interpreten das Leben und die Liebe. Zusammen mit ihrem lässigen Gastgeber. Dem Studioteam und natürlich den Zuschauern. Sich zu verstehen, sagte ich zu dir, Amita. Man nimmt alles nicht mehr so bierernst wie früher. Wen einmal gesehen, der kommt immer her und wohnt auch noch so fern. Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Als Daniel Gérard verhindert ist, wird sein Part kurzerhand vom Aufnahmeleiter gesungen. Und ich sagte, du hast einen Freund. Die 70er sind auch die Zeit der Pauschalreisen. Deutsche fliegen jetzt in den Urlaub. Fiesta, Fiesta Mexicana. Was liegt also näher, als sich auch musikalisch an Traumorte entführen zu lassen? Karneval in Rio. Aber auch Sozialkritisches findet Platz in der Hitparade, wie etwa der Drogenkonsum. Auch das ein Novum. Die Stars, die musikalisch diese Dekade in Deutschland prägen, sie kommen alle zu Dieter Thomas Heck. Sie kommen oft. Und sie kommen gern. Es sollen noch viele Jahre folgen. Eine traurige Zeit vorbei.50 Jahre ZDF-Hitparade, das waren die 70er. Das hat man regelmäßig geguckt. Ich war immer überrascht mit diesen. Mit diesen Adressen dachte ich, ach, guck mal an, der Jürgen Markus wohnt in Herne. Waren das eure echten Adressen? Ja. Ja? Ja, das waren unsere echten. Bei mir schon. Ja, bei mir bei der Mama. Ja? Ja? Ich wohnte woanders, aber es ging alles zu den Eltern. Am Anfang, da war ein Zimmer voll mit Postsäcken, mit Fanbriefen. Ja, wie der Weihnachtsmann. Das waren Postsäcke, die waren wirklich so hoch und
Ich komme ja aus einer sehr großen Familie. Wir haben das wirklich wie die sieben Zwerge, diese Fanpost abgearbeitet. Das war irre. Und alle Autogramme du selber unterschrieben, nicht die Familie? Ein paar Leute konnten auch die Unterschrift, weil es war zu viel. Das konnte mein Handgelenk nicht bewältigen. Aber wir haben das sehr ordentlich gemacht. Immer genau, die Mutti Marianne und du Rosenberg. Benke. Das sah immer bei euch so kollegial aus, aber das war ja auch ein Rennen. Man wollte ja auf den ersten Platz und man durfte ja, glaube ich, nur dreimal dabei sein, nicht wieder wählen. War das eine familiäre Atmosphäre oder war das Konkurrenz unter denen, die da mitgemacht haben? Ja, also es war beides, würde ich sagen. Wir wollten ja alle hochklettern. Aber es war ein schönes Wiedersehen, so wie es heute ist. Und wie fühlten uns einfach wohl miteinander. Und war, wie man den Eindruck gehabt hat, Dieter Thomas Heck so der Vater der Veranstaltung? Ja, aber er war auch verrückt. Wir hatten viel Spaß. Und ja, wir werden noch mehr von ihm hören heute Abend und wir werden natürlich noch mehr Stars aus dieser Hitparade sehen. Er war 57 Mal zu Gast in der ZDF-Hitparade. Er belegte insgesamt 10-mal den ersten Platz. Und wie seine Hits im Jahr 2019 klingen, das sagt er Ihnen jetzt selber. Herzlich willkommen, Howard Carpendale. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin, als Werte damals vor mir ging. Ich geh die Straße lang wie immer, da brennt noch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen, wie damals werd ich einfach sagen. Hello again, oh, ich sag einfach Hello. Dich auch noch sehen, dort wo alles begann. Oh, hello again, dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Du hast
verfliegt mit dir. Nimm den Weg durch den Park, keine weiß dann, du kommst von mir. Ist es auch noch so schön, jedes Mal, wenn du bei mir bist? Weiß ich doch, dass es dann ohne dich so viel schlimmer ist. Oh, Baby. Nachts, wenn alles schläft, solltest du bei mir sein. Ich brauche deine Nähe. Klar, du bist bei ihm und ich bin hier allein. Thank you. Respekt, Mensch. Das war ja Platz mit den Tears Reloaded. Ich wollte mich jetzt bei dir bedanken, dass du heute Abend dabei bist bei uns, weil es ist einfach schön, dass du diese Sendung heute moderierst. Ja. Du weißt, wir haben alle Dieter sehr geliebt und es ist schön, dass du dabei bist. Auf dem Weg zu dir. Sag mal, bist du mit dem Sonderzug gekommen hier? Das ist nein, ein Riesenaufwand. Nein, wir haben, das ist mein, also mein Band war immer 11 Mann. Wir haben es aufgestockt auf 21. Ich glaube, da fehlt immer noch eine heute Abend. Und da haben wir 5 Termine zwischen Weihnachten und Silvester in Berlin gehabt. 5 Abende hintereinander. Und es war ein so großer Erfolg, dass wir jetzt zusammenbleiben und gehen Anfang nächstes Jahr auf Tournee. Und da freuen wir uns alle tierisch drauf. Nein, es ist schon... Ich verstehe euch natürlich, man wird ja als Moderator auch zwischendurch mit Beifall empfangen, aber so eine Begeisterung erlebst du einfach nur auf der Bühne, wenn du performst als Musiker und das ist toll, das erlebt man hier ja. Es ist überhaupt, ich meine die Erinnerung, dieses ZDF war nicht nur eine Sendung, es war eine Familientreffen, es war, ich merke immer, wenn ich mit Leuten heute drüber rede, damals war es ein bisschen... Wie soll man sagen, kontrovers. Es gab viele, die es geliebt haben und viele, die es nicht so geliebt haben. Ich bin ja, na, Moment, du erinnerst dich hoffentlich noch, du warst in meiner ersten Wetten, das war stimmt. Man das mit Hello Again. Das stimmt. Da hat er mir noch leid getan. Ich dachte, ach Gott, der arme Kerl muss vom Boden essen, das Lied geht ja los. Ich war ein Jahr ohne Tisch und da habe ich gedacht, na ja, aber... Ja, aber ich meine, zum Schluss war, oder währenddessen war diese Sendung einfach ein Kulturpunkt in deutschen Unterhaltung. Es war... wo Familien sich gesehen haben. 50 Jahre ZDF-Hitparade, meine Damen und Herren. Und wir denken natürlich auch ein bisschen an Dieter Thomas Heck heute Abend. Hattest du zu dem eine Verbindung? Ich meine, du hast ihn ja wahnsinnig oft gesehen. Du bist ja der Mr. Hitparade. Dieter war erstens als Moderator
ein unglaublich fairer Mensch. Natürlich, jeder ist nicht nur Freunde mit jemandem, sondern er hat Leute, die er sehr gemockt hat und vielleicht weniger. Aber er hat uns alle angesagt, als ob es unser einziger großer Auftritt war. Das hat er niemals das Gefühl gegeben, dass es irgendwie unfair war. Er war auch einer der... Er hat tatsächlich die deutsche Schlager geliebt wie kein anderer. Es war unglaublich, wie er diese Art von Musik damals, und ich finde, es war damals, es hat seine Berechtigung gehabt, die Beatles haben auch nichts anderes gesungen als Schlager. Und es war einfach eine, es war toll mit dir. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schön, dass du da bist heute Abend, Howard Carpendale, und demnächst wieder unterwegs. Dankeschön. Der Howard hat es ja gerade gesagt, die einen haben den Schlager geliebt, die anderen haben den Schlager gehasst. Es ist zweifelsohne so, dass man über den Schlager streiten kann. Und komischerweise ist es ja kein Zufall, dass die Intellektuellen, also je intellektueller sie sich geben, umso entfernter vom Schlager sind. Also sie sagen dann, das ist eine heile Welt, das ist doch alles verlogen. Und es ist zweifelsohne so, dass der Schlager durchaus ein Fall für die Soziologen ist. Hier haben wir einen Mensch, der hat sich akademisch mit dem Schlager beschäftigt. Das ist Dr. Ingo Gabowski. Der ist Kulturhistoriker. Im Moment stehen Sie einem Museum vor. Ist auch richtig. Genau. Ja. Und haben sich beruflich mit dem Schlager beschäftigt, also wissenschaftlich. Liege ich da richtig, dass es so eine, zu einer gewissen, sagen wir mal, kulturellen Spitze gehört, sich vom Schlager zu distanzieren? Ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen. In der deutschen Kultur wurde immer sehr stark zwischen der Unterhaltungskultur und der sogenannten ernsten Kultur unterschieden. Das war schon im 19. Jahrhundert so, und das hat sich fortgesetzt. Und das wurde dann noch mal schärfer in der Diskussion so in den 70er Jahren, also die Wellen von 68 noch sich dann auch auf die Hitparade irgendwie ergossen. Und damals wurde also zum Beispiel Peter Alexander vorgeworfen, dass er gefährlich sei, weil er die Menschen einlulle mit seinen Liedern, sodass er politisch denkt. Genau. Und insofern haben sich die Intellektuellen oder die selbsternannten Intellektuellen immer sehr stark abgesetzt. Kann man das wissenschaftlich begründen? Also kann der Schlager, die Liebesromane machen ja auch nichts kaputt, aber trotzdem sind Menschen, die sowas lesen, solche Heftchen, natürlich immer in einer Welt unterwegs, die nichts oder wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ist das heilsam, dass der Schlager die Menschen so ein bisschen aus der Wirklichkeit rauszieht? Glaube ich schon. Also Schlager sind ja so eine kleine Reise, die man für 3 Minuten unternehmen kann. Die bringt dann einen an einen anderen Ort oder in eine andere Situation. So wie wir es gerade hier gehört haben, Hello Again ist eine Situation, die sich vielleicht viele eben auch heimlich wünschen. Und in den 3 Minuten des Schlagers... Also beschreibt der Schlager die heile Welt oder gaukelt er sie nur vor? Naja, er tut ja beides, aber das ist ja auch nicht schlimm. Nicht? Also das macht die Popmusik oder haben die Beatles eben natürlich auch nicht anders gemacht. Warum soll man nicht mal für 3 Minuten in eine heile Welt? Also vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist der Schlager nicht gefährlich für die also die ich hören. Finde nicht. Nein. Gut, dann bin ich sehr beruhigt und wir alle sind sehr beruhigt. Da hat sich ja sicher auch vieles gewandelt. Also ich erinnere mich an den Schlager der 50er, 60er, da wurden Männer besungen, die waren Cowboys oder sind ewig zur See gefahren. In Schiffen aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai sind die da gekommen. Dieses Männerbild, das gibt's ja nicht mehr. Und auch die Frauen, die sich sofort entleibt haben, wenn der Geliebte mal verschwunden war, die haben wir auch hinter uns. Ja, genau. Und das Frauenbild hat sich ja auch, also wenn ich hier auf Wenke Mürre schaue, sozusagen innerhalb von 10, 15 Jahren im Schlager geändert. Also wenn sie früher gesungen hat, er stand im Tor und ich dahinter, dann singt sie eben 10 Jahre später Lass mein Knie, Joe, und hat einen sehr viel selbstbewussteren Typ Frau, den sie da im Schlager kultiviert. Und das ist bei allen. Bei Gitte ist es erst der Cowboy, den sie möchte, und später singt sie als Gitte Henning, erwachsen geworden, ich will alles. Also Frauen werden unheimlich emanzipiert, die greifen sich dann auch als 36-Jährige irgendwelche 18-jährigen Bürschchen und nehmen die mit nach Hause. Das hätten die ja 10, 20 Jahre früher so auch im Schlager nicht gedurft. Ja, und Heino macht Rammstein-Konkurrenz. Also... Na, er ist besser als Rammstein, ja, seien wir ehrlich. Gut. Ne? So. Und hier ist eine junge Frau, deren Entwicklung ja nun wirklich faszinierend ist. Sie hat gerade uns vorher erzählt, dass sie mit 14 ein Liebeslied für Paul McCartney gesungen hat. Und dann wurde aus diesem Schlagerstar ein richtiger Kultstar. Und in den 70ern und auch heute noch
wenn man in den Discos ihre Musik hört oder wenn man sie im Autoradio so nachts auf der Autobahn hört, dann findet man das toll. Also, wenn El Martino singt, mir die Erinnerung bringt, das ist immer klasse. Und hier ist sie. Ich freue mich auf Marianne Rosenberg mit Er gehört zu mir. Marianne Rosenberg, sie gehört zu uns, er gehört zu mir. Wie der Professor gerade gesagt hat, Frauen um die 35 holen sich 18-jährige Kerle und lassen sie tanzen. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Respekt. Alles gut, Marianne, komm zu uns. Was hast du gesagt? Die Buben hast du schön im Griff gehabt, da die Sportgruppe. Absolut, und weißt du was? Die sind alle so groß wie ich. Ist das nicht schön? Deswegen durfte ich nicht mittanzen. Du hast recht. Genau. Ah. Das ist gut. Nein, der Howard hat ja vorher so getan, als wäre ich dem Schlager feindlich gegenübergestanden. Stimmt ja gar nicht. Also deine Musik habe ich natürlich bei Rias gehört. Die haben das oft gespielt. Und man war ja so, ich war mit 17 picklig und habe auch gedacht, keiner braucht mich. Dann hat die dann gesungen, fremder Mann, schau mich an. Dachte ich, oh, die meint mich. Das war doch klar. Und als der da gesungen hat, es fährt ein Zug nach nirgendwo, da saß ich aber im letzten Wagen, mein Lieber. Das ist einfach so. Und ich habe natürlich mich dem Schlager auch nie verschlossen. Ich war ein großer Fan von Drafi Deutscher. Shake hands, shake hands. Guck mal, ich habe da in frühester Jugend, als ich noch Anzüge getragen habe, die es heute gar nicht mehr gibt, habe ich schon mit dem zusammengesungen. Alle mit Rock and Roll. Alle. Shake hands, mein Herz muss
gern zum Tanz mit dir, ich darf dich auch mal küssen. Lass mich von dir gehen, bevor ich ganz verloren bin. Hey! Shake hands, shake hands, dein Herz mit einem anderen. Herzlich. Ja, sowas kann man nicht heucheln, also. Man hat, weil das gerade Drafi war, als du vorher so reingeguckt hast und dann hast du gesagt, es ist ganz komisch, dass es viele Kollegen ja, die mit euch da auf der Bühne waren, gar nicht mehr gibt. Also das ist schon, das ist das Traurige, das Feld ist dünner geworden. Das Feld ist dünner geworden und eigentlich, das schmerzt einen immer ein bisschen. Aber besonders hat es natürlich geschmerzt, als Dieter Thomas sich verabschiedet hat für immer. Aber einen wunderbaren Satz möchte ich hier mal zitieren. Unser Kaiser, der Beckenbauer, sagt auf die Frage, warum ist Bayern so erfolgreich? Das verdanken wir alles dem Gerd Müller. Und ich sage, warum ist der Schlager so erfolgreich immer noch? Das verdanken wir alles dem Dieter Thomas. Ja? Ja. Und was ich ja bei allen Vorbehalten den Schlagern gegenüber merke, wenn sie dann laufen, dann singen Leute mit, von denen man überhaupt nicht glaubt, dass sie eine Ahnung haben. Ja, genau so ist hier, den Kollegen, den habe ich bei verschiedenen Veranstaltungen erlebt, dachte ich, oje, 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 da sitzen ja lauter 20-jährige Publikum, der wird schwer einbrechen. Und die singen jeden Titel mit und ich befürchte, sie werden zu Hause jetzt auch mitsingen. Denn hier ist er. Und ich sage nur, Caramba, Barbara, jetzt blüht uns was in Rio. Darauf einen Enzian. Hier ist der Heino. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so Himmel, Himmel, himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Die schwarze Barbara. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Und alles ist wieder hin. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn beim Alpenblüh wir uns wiedersehen mit ihren roh, 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 roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Sonntags früh um vier die Sonne aufgeht und das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn das Schweizer Madel sang so schön. Holla, dia, dia. Das Schweizer Madel sang so schön. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Wenn beim Alpenglüh wir uns wiedersehen mit ihren roh, 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 roten Lippen fing es an, dich nie. La la la.
la 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 la. Karneval in Rio. Ei, 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 ei. Leuchtestern von Rio. Sing. La 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 la. Karneval in Rio. Don Pedro lädt ein, Tequila und Wein. Muchachos, das Fest muss gelingen. Drum lasst die Gitarren erklingen und alle Amigos singen. Amigos, Siesta, wir feiern Fiesta am Strande von Copacabana. Dann machen wir durch bis Manana und das noch mit allen Chicana. Ei, 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 Karneval in Rio. Sing! La, 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 la. Karneval in Rio. Ei, 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 Karneval in Rio. Sing! La, 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 la. Karneval in Rio. Karneval in Rio. Alle sind völlig entfesselt, nur einer behält die Ruhe. Heiner, wir müssen gut auf dich aufpassen. Seitdem Karl Lagerfeld tot ist, bist du die letzte lebende Sonnenbrille. Ja, das, ja. Bitte schön. Ja, ich will noch ein bisschen bei euch bleiben. Du bleib bei uns, weil, Heiner, du bist wirklich ein Faszinosum. Und ich muss dich das wirklich mal fragen, wie siehst du dich selbst? Weil es gibt ja nun tausend Leute, die dich beschreiben. Für die einen bist du eine Kultfigur, für die andere eine Hassfigur, für die andere eine Witzfigur. Wie siehst du dich selbst? Nein, ich bin eine Witzfigur, so habe ich mich noch nie gesehen. Naja, eben, wäre ja noch schöner. Aber nein, ich sehe mich hier, ich habe angefangen mit Volksliedern in den 60er Jahren, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele englische Sachen. Wenn ich das Radio angemacht habe morgens, habe ich nur englische Sachen gehört und das wollte ich ändern und das ist mir gelungen. Und so habe ich 1964 mein erstes Lied gemacht, Jenseits des Dahles. Und seitdem habe ich, ja, bin ich fast 55 ja. Jahre dabei. Ja, und im Grunde genommen kam früher, ich habe das jetzt erst mal gemerkt, weil ich ja mir früher nie vorstellen könnte, dass ich eines Tages mal mit 80 auf Rocktournee gehe. Das war für mich was ganz Neues. Aber es ist schon ein Unterschied, denn früher kamen die jungen Mädels zu mir oder haben gesagt, Mensch, Heino, kann ich ein Autogramm haben für meine Oma und für meinen Opa? Heute kommen die jungen Mädels zu mir und sagen, kann ich mit ihnen ein Selfie machen? Also das ist schon ein Unterschied. Und ich freue mich natürlich. Ja, bei mir ist umgekehrt. Nein, das glaube ich nicht. Aber mir hat neulich einer gesagt, Tommy, du bist so geil, warum kannst du nicht mein Opa sein? Also, das auch ein Wunsch. Ja, 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 ja. Sag mal, eines kann man dem Heino ja nicht vorwerfen, dass er Coversongs gemacht hat. Also die Rolling Stones haben sich nachweislich nie für die Farbe von Enzian interessiert. Aber wer weiß. Wer weiß, ja. Wer weiß. Aber du hast zum Beispiel, also ich erinnere mich, Mendocino, da wusste ich natürlich als Fachmann, dass es für ein Sir Douglas Quintet, richtig, aber viele deiner Fans und viele, die dieses Lied gehört haben, verbinden einfach mit Mendocino und nur Michael Holm, dieses Mädchen wartend in der heißen Sonne da. Das ist doch das Schöne. Ja. Wir machen es ja immer für die Leute, die es gerne hören. Und wer es nicht hören will, der kann ja ausschalten. Mhm. Also, und das war... Das ja, also... Ich fühle mich auch immer
immer wohler in der Runde, muss ich sagen. Also auf jeden Fall, was Coversongs betrifft, man muss ja manchmal erst raten und sagen, Mensch, was war das im Original? Wir hören jetzt einen Titel, wo Sie vielleicht auch zu Hause mitraten können, Moment, von wem das Original ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie Ihre Version singt, denn das war in Deutschland ein Riesenhit, auch natürlich in der ZDF-Hitparade. Hier ist Wenke Mühre. Lass mein Knie, Joe! It's a heartache, lass mein Knie, Joe. Weltpremiere. Zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Welcome, it's so great. Yes. Thank you. You come and see me on tour, right? Come on, Wenke. Yeah. I'll be off with you. We're off with you. No, 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 no. Yeah.
Ab morgen bist du, you're gonna start your tour tomorrow, right? Tomorrow I'm starting. Gut. 24 shows. Also 24 Shows, morgen geht's los. Wenke, ich habe mir das gerade gedacht, das war eine tolle Performance. Und man hat auch gemerkt, was für eine tolle Sängerin du bist. Hattest du manchmal das Gefühl, dass du dich so mit Gummiboot und er steht im Tor gar nicht so musikalisch ausleben kannst, wie du möchtest? Doch, ich darf mich immer beim Publikum ausleben. Und ja, dann kommt es, wenn es kommt. Und aber mit Bonnie heute zu singen. War eine Überraschung, gell? Thank you. Dankeschön, die Damen. Thank you. Fabulous. Die Frauenpower des Schlagers wird unterschätzt. Aber jetzt kommt endlich wieder ein Kerl. Und seine Fans werden sagen, also was macht er jetzt? Ist es Tränen lügen nicht? Aha, aha. Oder Barfuß im Regen? Wer aber sagt, ich will Mendocino hören, der liegt richtig. Hier ist Michael Holm auf der Straße nach San Fernando. Mendocino! Wenn es nicht so anstrengend wäre. Aber Treppenlaufen hat man gelernt in der Hitparade, oder? Treppe rauf, Treppe runter. Sag mal, aber das scheint jung zu halten, der Job. Wenn ich Heino hier sehe und dich. Ja, das ist hey! Mendocino. Ich fahre jeden Tag nach. Oh,
Yeah. An jeder Tür. Ja, sein Publikum. Ja. Michael Holm, wenn ihr beiden das noch ein paar Jahre macht, da braucht ihr gar nicht mehr selber zu singen. Ja. Du fängst an mit drei Zeilen. Und du sagst den Titel an und die singen dann. Perfekt. Das verdanken wir auch ein bisschen dem Schlagerwahnsinn in den 90er Jahren. Nur da kam noch mal, da spülte da Gildo Horn und der Dieter Thomas Kuhn und tausende andere Schlagerveranstaltungen spülten noch mal die Sachen nach oben. Ich kann mich erinnern, meine GEMA war genauso gut wie in den 70er Jahren. Ja? Sag mal, und ja, trotzdem, die waren doch eher persiflage. Das ist die Frage. Ja. Also Spaß habt ihr immer verstanden, Heino. Du musst es ja viel über dich ergehen lassen an Gags und Imitation. Aber also, du hast mich einmal schwarz gemacht, das weißt du ja, ne? Ich ja, echt, ja? Ja, natürlich. War nicht ich. Wetten das. Habe ich ja die Wette verloren. Auf einmal hatte ich schwarze Haare. Habe ich ein paar Tage nicht rausgekriegt. Ja, dann, ja, ja. Hat er mir dann ist er mal aufgetreten, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, ja, ja. Ja. So, wir haben zwischendurch natürlich immer wieder den Mann auch erwähnt, ohne den die ZDF-Hitparade nicht denkbar und möglich gewesen wäre, nämlich Dieter Thomas Seck. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass wir jemanden begrüßen dürfen. Keine kennt ihn besser als er und keiner hat er so geliebt wie sie. Er hat immer von seinem Hildchen gesprochen. Hier ist Hilde Heck. Guten Abend. Guten Herzlich Abend. Willkommen, bitteschön. Guten Abend. Ach, Michael, danke. Danke für die vielen schönen Worte. Das war so bezaubernd. Schade, dass es im Himmel kein Fernsehen gibt. Hecki hätte sich sehr gefreut, das von dir zu hören. Hallo, mein Schatz. Hallo. Bitte schön, komm zu uns. Danke. Ja, Hilde, also das habe ich gerade gesagt. Sie haben ihn wirklich alle geliebt, den Dieter Thomas. Aber erst mal eine Frage. Ich weiß ja, du hörst auf den schönen Namen Ragenhild, aber er hat immer Hildchen zu dir gesagt. Ja. Früher. Aber Hildchen war in der Schlagerszene ein Ruf wie Donnerhall. Ja, ja. Ich habe manchmal gedacht, hoffentlich muss ich das nicht mehr hören. Wo ist Hildchen und wo ist meine Frau? Und heute, wo er mich nicht mehr rufen kann, da fehlt es mir sehr. Aber du hast nach wie vor sozusagen die Kinder, die alle da aus der Hitparade entstanden sind. Ja, die werden ja. ihn nicht vergessen. Ja. Er ist der Pate unserer Tochter. Ja? Ja, ja. Der Michael ist der Pate. Und ihr seid, ja die Trauzeugen meiner Frau. Und ja. von mir auch, natürlich. Ja. Werde ich nie vergessen. Und der Hochzeitsanzug passt noch? Der nicht mehr. Aber es war ganz witzig, wirklich, bei der Hochzeit. Wir hatten den Ring, wollten wir gerade, dann fiel der auf den Boden. Und dann Ding. War er weg. Und dann war der Ring weg. Weißt du, wo er war? Im Hosenaufschlag vom Dieter Thomas Heck. Ja, da haben wir ihn nach langem Suchen dann gefunden. So lange war die Trauung verzögert. Ja, ja. Aber es ist alles gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Wir haben zwei Kinder und sind immer noch verheiratet. Aber immer, wenn er im Radio sang, dann sagte unsere Tochter damals, Mami, ganz still, sei ruhig, der Pate singt. Das war der Michael. Ja. Ja, der Dieter Thomas Heck, den viele so ein bisschen als diesen Staccato-Moderator in Erinnerung haben, der immer mit Power irgendwelche Songs angesagt hat, der war durchaus auch ein leiser Mensch, er hat leise Töne gehabt. Ja. Und an den anderen Dieter Thomas Heck, den man vielleicht nicht jetzt so mehr in Erinnerung hat, wollen wir jetzt mal kurz in einer kleinen Filmeinspielung erinnern. Seine Stimme war unverwechselbar. Sie haben noch Zeit. Wir kommen zum Schneedurchlauf. Sein Charme unwiderstehlich.
Na, wenn schon ich. Ich heiße Dieter. Aber verschafft ihr eure... Dieter Thomas Heck prägte die deutsche Fernsehunterhaltung wie kaum ein anderer. Also natürlich gehört Glück dazu, aber es gehört auch Ehrgeiz dazu. Es gehört auch der Punkt dazu, dass er sagt, ich will das und das machen. Nicht umsonst war er 15 Jahre und 11 Monate lang das Gesicht der Hitparade. Rainer, ich würde sagen, wir fahren noch mal ein kleines Stück zurück. Ich möchte ein bisschen mehr zu dem Thema sagen. Sein Sprachtalent wurde legendär. Und wenn wir unser Ziel pünktlich erreichen wollen, musst du 27 Sekunden schneller werden. Sieben, das ist ja nicht viel. Guck mal, dann gehen wir jetzt ganz schnell weiter mit dem Ziel. Davon konnte er als Kind nur träumen. Karl-Dieter Heckscher, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 1937 geboren, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Als Fünfjähriger blieb er nach einem Bombenangriff tagelang verschüttet. Nach seiner Rettung konnte der kleine Junge nur noch stottern, ein Trauma, das Spuren hinterließ. Und nichts ist schlimmer, als wenn man vor einer Klasse steht und etwas sagen will und man weiß es hundertprozentig und man kann es nicht sagen. Heck gab nicht auf. Und tatsächlich befreite ihn eine Gesangsausbildung von seinem Sprachfehler. Aber nicht nur das, er entdeckte den Schlagersänger in sich. Die Stimme wurde sein Markenzeichen. Bereits als Radiomoderator bewies er das richtige Gespür für erfolgreiche Unterhaltung. Zum Beispiel meine deutsche Schlagerparade, in der ich typisch deutsche Titel vorstelle, hat einen enormen Zuspruch der Hörer. Auch sein Kollege und guter Freund Frank Elstner bewunderte sein unübertroffenes Gefühl für Trends. Dieter hat sehr vielen jungen Sternchen geholfen, dass sie Sterne werden. Lampenfieber gehört dazu, der ist da eben oben gelacht hat, der hat hier oben noch nie gestanden. Ein unermüdlicher Kämpfer für den deutschen Schlager. Wir sind sehr glücklich darüber, dass es Ihnen so gut gefallen hat. Ein geborener Entertainer nahm Abschied. Wir werden dich vermissen. Mach's gut. Wir haben noch gar nicht. Ich grüße Sie. Ja, weißt du es. Dieter Thomas Heck. Jetzt sitzt er da oben und schaut auf uns herunter. Es war schön bei euch in Berlin. Es ist so furchtbar traurig, dass er nicht jetzt noch ein paar Jahre vor sich hatte, in denen er alles das hätte genießen können, was er zu Recht verdient hat. Mit Dieter Thomas Heck. Gegen eine Legende, vor der wir uns heute verneigen. Das machen Sie für meinen Mann, nicht für mich. Das ist eine Erinnerung an Dieter Thomas Heck und eine Verneigung vor ihm. Es gab viele Fälle und einen Fall möchte ich dir jetzt noch mal in Erinnerung bringen, wo Dieter mit ganz persönlichem Einsatz das Leben von Menschen geändert hat. Es gab eine Geschichte einer jungen Musikerin, die er in einem Konzert erlebt hat und die er für sehr begabt hielt und von der er gesagt hat, die soll studieren, aber die konnte sich das nicht leisten. Und och, sie war, Sascha. Sie war in och, Cincinnati. Mann. Ach, meine Süße, ach, ist das eine Freude. Sascha, man hat mir die Geschichte erzählt. Korrigier mich, wenn ich sie falsch erzähle oder bestätige sie. Du warst eine begabte junge Musikerin. Dieter und seine Frau haben sich im Konzert gesehen. Und dein großer Traum war es, in Cincinnati Geige zu studieren. Hättest du nicht hingekriegt, hättest du nicht gestemmt finanziell. Und da hat Dieter gesagt, ich greife in meine Privatschatulle. Hat es getan und du hast dein Studium in Cincinnati abgeschlossen, bist eine hervorragende Violinistin geworden, nicht ohne Dieter Thomas Heck. Ja. Sie ist eine begnadete Geigerin. Ach, und meine kleine Maus. So klein ist sie gar nicht. Ich lass dich jetzt mal. Und sie wird heute etwas ganz Besonderes für uns tun. Wir werden nämlich jetzt in einem kleinen Medley an die Menschen erinnern, die wir vorher schon kurz angesprochen haben, die zur Hitparadenfamilie gehören, die zur Schlagerfamilie gehören und deren Hits Millionen begeistert haben, die aber heute nicht mehr bei uns sind. Das wirst du jetzt musikalisch für uns machen. Danke, Sascha. Dankeschön. Ach, das ist aber eine Überraschung. Siehst du? Dankeschön, Ranhild, dass du heute bei uns warst. Und ich glaube, den Dieter hätte das heute Abend auch gefreut. Und wir denken jetzt an die, die heute nicht mit uns feiern können, die bei 50 Jahre Hitparade eine wichtige Rolle gespielt haben, aber heute eben nicht mehr da sind. Mit Sascha Haberl und einer musikalischen Erinnerung an Gesichter und Melodien, die Sie bestimmt noch im Kopf haben.
Erinnerungen an Stars der Hitparade. Natürlich muss auch die Hitparade mit der Zeit gehen. Wir haben gerade so ein bisschen über die 70er gesprochen. Mit den 80ern änderte sich nicht nur der Musikgeschmack. Nach dem Europop von ABBA und nach der Discowelle gab es plötzlich New Wave und Punk und elektronische Musik. Und das hatte natürlich auch Einflüsse auf die Hitparade. Ich danke jetzt meinen Gästen aus den 70ern und führe Sie mit einem kleinen Film in die 80er, die Hitparade während der 80er. Hier ist Berlin. Eine neue Dekade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Studio 1. Ein neues Studiodesign. Viele bekannte Lieblinge des deutschen Schlagers, ermittelt von Media Control. Und ein aufgehender Stern. Und dann gab es zum ersten Mal in der Geschichte des Grand Prix einen deutschen Sieger. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese. Die 80er werden für die Hitparade ein Jahrzehnt großer Veränderungen. Ab jetzt etwa kann jeder Zuschauer seinen Favoriten direkt wählen. Und etwas haben wir neu. Per Telefon. Wir haben den Ted heute Abend dabei. Haben wir bereits die ersten Anrufe? Aha, das ist Spannung, das ist Spaß bis zum letzten Augenblick. Das ist Wahnsinn, spiel's mit meinen Gefühlen. Und nun finden sich zwischen den Schlagern ganz ungewohnte Töne wieder. Schwabbidi-bidab-du-du, schwab-du-du.
Die neue Deutsche Welle bricht über die Musikwelt hinein und findet ihren Weg in die ZDF-Hitparade. Das Rebellische und Verrückte bringt neue Energie in die Show. Ich hab heute nichts verträumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Für die deutschsprachige Popmusik sind das spannende Zeiten. Die Kreativität hat freien Lauf. Für viele ein Segen. Für andere eher gewöhnungsbedürftig. Ebenso wie Songs übers Waldsterben. Atomkrieg. Solange es noch steht. Oder Emanzipation. Ich grüß auf jede Mund, neue Männer. Dann der Generationenwechsel. Die Sendung geht ja weiter. Nach fast 16 Jahren Hitparade übergibt Dieter Thomas Heck an Viktor Worms. Guten Abend zur 184. Hitparade, zur ersten im Jahre 1985. So, das waren die ersten Sätze. Aber es ist nicht die einzige Veränderung. Neben den gewohnt deutsch gesungenen Schlagern sind auch bald englischsprachige Songs zu hören. Mit Vollplayback und von internationalen Interpreten. Wieder wittern manche das Ende des Abendlandes. Und doch ist auch das nur eine Anpassung an den Zuschauergeschmack. Die Hitparade. Sie geht mit der Zeit und dem Zeitgeist. Sie bringt die Hits in die deutschen Wohnzimmer und sieht beim Mauerfall 89 so ganz anders aus als zu ihrem Beginn 20 Jahre zuvor. Und wenn Sie zu den Fans gehören, die sagen, ich habe keine Ausgabe der ZDF-Hitparade verpasst, dann müssen Sie diesen Mann eigentlich kennen. Na, na, na. Es dürfte schwierig werden, denn er hat sich, genauso wie die Hitparade, mit den Jahren natürlich ein bisschen verändert. Als Sie ihn im ZDF gesehen haben, da sah er nämlich so aus. Schwab, schwabidubidu, schwabadabadu. Und wenn man damals befürchtet hat, na, das wird ein dickes Kind, kann man beruhigt sein. Du bist kein dickes Kind geworden, du bist sehr sportlich. Ja, man tut was für seinen Körper, ne? Ja. Das ist ganz klar. Mit der Brille hast du auch alles richtig gemacht inzwischen. Ja, das stimmt, ja. Tut meiner Mutter heute noch leid. Ja, aber das hat dir weder nervlich noch beruflich noch sonst wie geschadet, dieser Auftritt. Nein, ich bin Kind der 80er, da stehe ich voll zu. Und das waren ja auch Sachen, die ich wirklich alle mochte, die ich da besungen habe. Nein, und wir haben damals den Laden gerockt. Wieso? Das war Rolf Zuckowski und seine Freunde. Genau. Warst du gesangstechnisch auch wirklich gut? Hattest du eine Eins in Musik oder hat er einfach nur süße Kinder gesucht, die da mitsingen? Nein, ich war schon, glaube ich, ganz gut. Also ich hatte eine Eins in Musik, ja. Naja, das gut. Auf jeden Fall. Spätestens als du im Fernsehen warst, hat man gesagt, diesen Mann muss man sich merken. So, ich danke dir, schön, dass du da warst. Zum 100. kommst du wieder. Und jetzt zu einer Bank. Das ist das Elend dieser Sendung. Ich sehe mit jeder halben Stunde älter aus und die Bank wird jünger. Schön, dass ihr da seid. Markus, ich will Spaß. Bernhard Brink. Grüß dich, mein Lieber. Ich habe Ausschnitte gesehen. Da sehen wir uns gefährlich ähnlich. Ja, du hast mir mal erzählt, vor vielen Jahren hast du mir erzählt, am Anfang wärst du öfter mit mir verwechselt worden. Hat sich dann geändert. Bis du mir erzählt hast, jetzt wäre ich mit dir verwechselt. Ja, das, leider hast du mich abgehängt. Du lagst weit vorne schon so in den frühen 80ern, warst du schon ein richtiger Bravo-Star. Ja, stimmt. Das war damals eine schöne Zeit, ja. Ja. Nicole, du bist...
Du überstrahlst die Runde natürlich, denn du bist eigentlich die Miss Hitparade. Wir werden darüber noch reden und du bist natürlich auf ewig unsere Grand Prix Gewinnerin und wir werden auf ewig stolz auf dich sein. Schön, dass du da bist. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Und auch im Gegensatz zu Bernhard Brink war ich auf diesen Mann optisch nie neidisch. Schön, dass du da bist. Mike. Wahre Freunde. Wir werden gleich noch ein bisschen, Markus, du bist ja so am ehesten der oder die Stimme oder was, der Typ dieses neuen Typus Sängers Hitparade. Du hast einen Film mit Nena gemacht, du warst eine coole Socke, ich will Spaß. Wie war denn das so, als man sich so in die Reihe der etablierten Schlagerstars da eingereiht hat? Hat das gleich geklappt oder hast du gesagt, eine völlig andere Welt? Das ging erstaunlich gut. Also wir waren ja natürlich eine Generation, die anders sein wollte. Wie jede Generation wollten wir auch eine eigene Musik kreieren und einen eigenen Style. Die sahen schon anders aus in der Hitparade. Wir kamen dann mit Nietenarmbändern, Leggings und Hochfrisuren, Schulterpolster. Ich hatte zum Beispiel, ich war ein Riesenfan von Angus Young, von AC/DC. Ich hatte mir diese kurzen Hosen ausgedacht. Kombiniert mit einem Kapitänsjacke. Ich war so eine Art Captain Igloo auf dem Highway to Hell. Und das lief dann aber ganz gut. Das war ein bisschen eine Übernahme, also eine freundliche Übernahme von uns. Wir haben uns einfach so reingedrängt und dieser Thomas Heck hat uns auch die Chance gegeben. Also er hat diese neue Musik, ich weiß nicht, ob es sein Geschmack war, aber er hat gesagt, das ist, was das Publikum hören möchte. Die kommen hier mit rein. Bernhard, eine blöde Frage, aber viele denken sich das bestimmt. Wenn man so erfolgreich war wie du als Schlagersänger, ist man da in Anführungszeichen reich geworden? Hat man da ausgesorgt gehabt? Denn ihr habt ja viele Platten verkauft. Heute sagt man, das Musikgeschäft bringt ja nichts mehr. Hat es damals noch was gebracht? Ja, das war schon lukrativ. Und wenn du brutto und netto nicht verwechselt hast, dann hast du auch einigermaßen... Was ja vielen Kollegen leider passiert ist, ja. Vielen passiert. Und mein Vater hat mich gelehrt, damals schon, die Mark ist nur 30 Pfennig wert. Du musst also die Steuern zahlen ein Jahr später und so weiter. Das habe ich auch beherzigt, weil er sagt, ich verstehe das nicht, was du machst, Junge. Aber pass auf, dass du klarkommst. Ich habe ja ganz brav Jura studiert, habe mich immer wieder eingeschrieben und wegen des schlechten Gewissens immer wieder und wurde dann von Amts wegen exmatrikuliert nach dem 16. Semester, weil ich Angst hatte, dass irgendwann wieder zurückfällt. Aber es ist schon ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, er wäre Stefan Effenberg. Ja. Was singt der plötzlich bei uns hier? Der eine oder andere fragt auch schon mal nach einem Autogramm. Ja, und sagt dann, aber du fragst immer, von wem hättest du es gerne, du bist flexibel. Sie sehen ja noch besser aus als im Fernsehen, Herr Nein, aber um zurückzukommen, man kann schon ein bisschen für sich selber sorgen. Du musst heute für dich selber sorgen und ein bisschen aufpassen. Und insofern haben da sicherlich einige übertrieben. Ich denke mal an unseren alten Freund Christian Anders mit seinem goldenen Rolls-Royce. Das war natürlich schon eine verrückte Nummer. Ich habe einmal tolles drin gesessen. Auto, tolles Auto. Ja, tolles Auto. Ich habe mal drin gesessen. Die Leute haben sich die Nasen platt gedrückt. Mir war das so peinlich. Ich habe dann gesagt, Bernd, willst du ein trinken? Und zwar hat er eine Bar aufgemacht. Mir war das so peinlich damals. Aber sensationell, was der alles gemacht hat. Du hast immer auf kleine Flamme gelebt, hast nie viel Geld für einen Friseur ausgegeben. Bernhard, Nicole, du bist, als du damals in Harrogate den Sieg eingefahren hast, hat sich für dich, glaube ich, die Welt total verändert. Also da konnte man, auch wenn man kein Schlager-Fan war, gar nicht mehr an dir vorbei. Ich glaube, da warst du die bekannteste Deutsche. War diese Zeit die schönste im Leben oder sagst du, ich bin froh, dass es dann wieder normal geworden ist? Nein, es war schon eine sehr schöne Zeit. Es war eine anstrengende Zeit. Ich kann mich erinnern, dass ich 6 Wochen lang nach dem Sieg nicht in der Schule war. Ich habe frei bekommen. Du warst noch Schülerin da? Ja, ich war in der Oberstufe in der 11. und wollte natürlich unbedingt mein Abitur machen. Mhm. Und plötzlich zog jeder an dir, jeder Frankreich rief an, Italien rief an, alle wollten Nicole. England rief an, Top of the Pops. In englischen Versionen, da dachte ich, wow. Ja, Nummer 1 Nummer 1 in England, ja. Die englische Parade war für mich ja damals die Bibel. Und weißt du, wer Zweiter war? Paul McCartney. Oh. Stevie Wonder. Wow. Mit Ebony and Ivory. Den haben wir es gezeigt. Nee, war schon anstrengend, aber ich hab's genossen. Ja. Und wir haben es ja alle gegönnt und wir waren stolz auf dich. Mike, ich habe so den Eindruck, etwas, was unsere Generation auszeichnet, ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, nämlich der Blödsinn. Also so Geier Sturzflug und die Instaburg und Co. Du warst ja einer, das hieß immer die Blödelbade. Blödelbade, das aber hat da sich, war ja auch Satire dabei, das war ja auch
Ja, nee, also früher war es ja so, es gab eigentlich fast jedes Jahr mindestens einen Blödel-Hit. Mhm. Also immer abwechselnd, mal Wendehals oder ich oder Jürgen von der Lippe oder Gebrüder Blattschuss. Auf alle Fälle gab es immer irgendwie auch in der Hitparade einen Blödel-Song im Jahr. Und das hat dann irgendwann erstaunlicherweise total abgenommen. Vielleicht, weil ich keine mehr geschrieben habe, ich weiß es nicht. Könnte sein, muss aber nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Es werden natürlich auch, sagen wir mal, Blödelsongs nicht wirklich viel im Radio gespielt. Also mich mussten sie damals spielen, weil die Leute da angerufen haben und gesagt, warum spielt ihr Nippel nicht? Obwohl der wäre in England natürlich Nummer eins geworden, weil Nippel ist in England ja, okay, sollten wir es nicht weiter vertiefen. Und es war ja auch damals Konkurrenz unter euch, denn bei euch war es in Hitparade ja auch so, wer vorne lag, der war dann wieder dabei. Ja. Das hat man bei den Verkäufen dann schon gemerkt, du musstest dir um Verkäufe nie Gedanken machen. Nein, Jedes Mal, wenn Karneval, wenn da wieder so gut aussah wie ich, der brauchte sich um Verkäufe überhaupt keine Gedanken. Damals war es ja wirklich so, wenn man drin war, alleine schon haben die Automatenhändler haben für die Kneipen und so weiter 20.000, 30.000 Singles angekauft. Nur weil du drin warst. Musikboxen waren damals noch ein Thema. Da sind wir rumgefahren die ganze Woche. Michael wird das noch wissen und ich vielleicht gar nicht mehr so. Aber ja, so alt bin ich, Gott, oh Gott. Michael und so, Heino, die werden das wissen. Da sind wir rumgefahren eine ganze Woche, haben die Leute belabert. Siebenmal am Tag irgendwo bei Automaten, Gauselmann, was weiß ich alles. Und haben da die Dinger verkauft. Da haben wir eine richtige Tour gemacht. Ich kann mich noch Meine Mutter war Lehrerin und die hat nach diesem Hitparadenauftritt Samstag mich montags angerufen und sagte, der ganze Schulhof tanzt wie du. Also das war so dann noch. Das ist übrigens, ich finde ja deinen Song heute, den sollte man heute unbedingt noch mal rausbringen. Das ist ja mehr so ein Song für die Grünen, mein Maserati fährt 210. Das fehlt mir ein bisschen heute. Ja, cool. Was auch neu war in den 80ern. Dass da plötzlich, heute ist ja alles Social Media, plötzlich hatte das Publikum eine Stimme. Und diese Stimme bekam sie durch einen Mann, der den berühmten Ted erfunden hat. Und das war Manfred Denninger. Und seit Manfred Denninger seine Erfindung, nämlich diesen Ted, in die Hitparade gebracht hat, hat man immer den Eindruck gehabt, ja, die Leute rufen an und das ist die Nummer eins. Herr Denninger, ich war da immer skeptisch. Ich dachte, ach komm, der macht seiner Frau den Gefallen und lässt den Carpendale gewinnen, bloß weil die den so gut findet. Aber da gab es keine sportliche Schummelei. Das war immer absolut die Stimme des Publikums, die da gewonnen hat. So ist es ja. Ich habe das ungefähr 20 Jahre betreut und zwar fast ich alleine. Und da weiß man ja, was läuft. Und so kann ich sagen. Hat ihn keiner reingefummelt. Hat keiner reingefummelt und ich habe auch nicht gefummelt. Also insofern ist es alles bis auf die letzte Stimme gut gelaufen. Keiner hat die goldene Uhr geschenkt. Nein, gar nicht. Ja. Ich bin ja nicht beim Sport. Ja, ja. Aber sagen Sie, bei Wetten, das hat ja auch über der Ted entschieden. Was heißt eigentlich Ted? Habe ich nie gewusst. Das heißt ganz einfach Teledialog. Teledialog. Ganz, ja. Und im Dialog mit dem Zuschauer hat man dann sozusagen das Ergebnis gefunden. Richtig. Zuerst war das mal so gedacht, dass man auch politische Sendungen macht. Da hieß es Teledialog. Und dann hat irgendjemand im Hause ZDF gesagt, wenn ihr Unterhaltung damit machen wollt, dann könnt ihr nicht Teledialog sagen. Das ist nicht so richtig. Ted, ja. Also sagen wir Ted. Zeiten, die vergangen sind, aber wir wollen ja heute eben ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Und das Publikum hat sich ja insgesamt bei der Hitparade stark eingeblendet. Ich weiß das, bei mir gab es ja auch immer diese Höreranrufe. Das war damals so, dass Menschen entweder begeistert oder wutentbrannt zum Telefon gelaufen sind und das ZDF angerufen haben. Also bei mir, wenn ich reingekommen bin, ging das schon los mit der Sendung. Die haben meine Schuhe gesehen, haben angerufen, musste für diese Schuhe ein Tier sterben. Und das habe ich immer dann, also irgendwo am Ende hast du so ein Telefonprotokoll bekommen. Bei der Hitparade gab es auch hochinteressante Anrufe. Und es gibt Menschen, die ja heute noch mit glühendem Ton diese Hitparade verteidigen. Ich werde Ihnen jetzt ein paar kritische Anrufe präsentieren und hoffe, dieser Mensch wird sich im Sinne der Hitparade hier als Verteidiger dieser Sendeform beweisen. Herzlich willkommen, Atze Schröder! Man sieht Guten schon Abend. Guten Abend. Guten Abend, mein lieber Thomas. Ich grüße dich.
Herzlich willkommen, die Legende lebt. Absolut. Sag mal, du bist Fan der Hitparade, wie man sieht. Ja, total. Von vorne bis hinten. Hab's als Kind schon auf dem Sofa gesessen, gesehen. Und alles verstanden? Meine Oma hat mir alles erklärt. Das ist gut. Sag mal, diese Anrufe, wir müssen uns kurz immer die Originale einspielen, falls der eine oder andere sich nicht mehr erinnert. Und dann lese ich vor, was erboste oder begeisterte Zuschauer dazu zu melden hatten. Also, wir erinnern uns, eine Zeit lang hat ja Vater Abraham mit seinen, mit seinen Dödeln, aber Schlümpfen hießen die, die Hitparade beherrscht. Für die Jüngeren, die sich nicht mehr erinnern, das sah so aus. Die Special Effects. Da muss doch jedes dreijährige Kind sehen, dass der Bart falsch ist. Also wenn der Nikolaus so gekommen wäre, hätte man den ja rausgeprügelt. Die Tricks waren schlecht, die Special Effects, und der Vater Abraham, der war 30. Ja, mein Gott, mein lieber Thomas, der hatte ja so eine Glatze, der Mann, der sah ja aus wie ein holländischer Käse. Ja, das ist nämlich tatsächlich eine Frage von einem Zuschauer. Hat Vater Abraham unter dem Hut eine Glatze? Und einer hat furchtbar geschimpft aus Bottrop. Die Hitparade verkommt zu einer Kindersendung aufgrund der Schlümpfe. Die Schlümpfe sind der Grund für den Verfall dieser ehemals so schönen Schlagersendung. Anrufer will sofort zu Dieter Thomas Heck durchgestellt werden und ihn persönlich sprechen. Keine Gnade. Ich gehe persönlich ran, ja? Der Flötenschlumpf fängt an. Gab es einen Flötenschlumpf? Ja, es gab den Flötenschlumpf, der fing immer an. Dann gab es einen leider fast vergessenen Schlagersänger namens Teddy Parker. Erinnerst du dich? Das war, lass mich einmal kurz überlegen, mein lieber Tommy. Das war Nachtexpress nach Saint-Tropez. Hier ist er. Nee, doch nicht. Stimmt. Oh. Er sieht ein bisschen aus wie der glattgezogene Viktor Worms. Aber dieses Lächeln, da kannst du. Das war auch die Frage des Zuschauers aus Homburg. Welche Zahnpasta-Marke benutzt Teddy Parker? Morgens Elmex, abends Aronal. Müssen wir schneiden, glaube ich. Ich kannte den übrigens, das war ein Kollege von mir, der saß im Bayerischen Rundfunk, das war ein Musikredakteur, der hieß in Wirklichkeit Herwig Nachtnebel, saß mir gegenüber und war Musikredakteur. Ich habe da meine Popmusik gemacht und der hat immer, meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Das war Teddy Parker. Und der hieß Nachtnebel? Ja, so hieß der. Mit dem Namen wäre es nie was geworden. Nee. Das gab nämlich auch, was die Mode betrifft, haben die Zuschauer sehr, sehr genau hingeschaut. Da hat einer sich beschwert aus Schwetzingen. Dieter Thomas Heck trägt die zwei Knöpfe seines Sakko immer geschlossen. Das gehört sich nicht. Der untere Knopf muss immer auf sein. Der Anrufer möchte sofort ins Studio durchgestellt werden. Und der Mann hatte recht. Von Ihnen im Studio 3 der Berliner Union. Ja, ich kann nur sagen, wie sagte schon mein guter alter Freund Karl Lagerfeld, wer den untersten Knopf öffnet, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der Knopf bleibt zu. Atze, du bleibst bei uns. Selbstverständlich. Und greifst jederzeit ein. Wenn du den Eindruck hast, dass ich der Sendung schade. Mike, du lachst so milde vor dich hin. Du warst auch damals unter Kontrolle des Publikums. Ja, tatsächlich. Hier aus Rodach hat jemand angerufen. Ein Bauunternehmer hat sich beklagt, dass Mike Krüger kein Bagger, sondern einen Radlager herumgefahren ist. Also Radlader. Ja, da hatte Dieter hatte sich ausgedacht zu dem Song Bodo mit dem Bagger, kam so ein Spielzeugradlager, wie wir jetzt wissen, reingefahren. Den hat Dieter ferngesteuert und fuhr damit immer hinter mir her, während ich sang. Und da hat das zu Recht natürlich beschwert, weil es war natürlich kein Bagger. Ja, das hast du auch gemerkt. Ich möchte mich heute noch dafür... Bei allen Baggerfahrern. Ja. Und die Polizei hat dich auch unter Kontrolle gehabt. Du warst nämlich bei der Hitparade und hast gesagt, ich bin am nächsten Tag in Baunatal. Ja. Und da hat einer angerufen von der Polizeistation in Baunatal und fragt an, wie Mike Krüger es bitte schaffen möchte, bis morgen früh um 10 in Baunatal zu sein. Das ist also kilometertechnisch nicht möglich ohne Geschwindigkeitsüberschreitung. Genau, und der wusste natürlich auch nicht, dass ich einen Hubschrauber hatte.
Nein, war Spaß. Ja, natürlich. Ich hatte ein Flugzeug. Aber sag mal, damals war das schon so, dass man oft für Veranstaltungen, also du warst ja wahnsinnig unterwegs, immer mit dem Auto. Ich weiß nicht, mit deinem Gitarrenkoffer, du warst ja nur on the road. Ich bin sehr, also früher bin ich auch, ich bin auch wahnsinnig gerne selbst gefahren. Damals konnte man ja auch noch schnell fahren, waren auch die Autobahnen noch nicht so voll. Und ich bin dann immer nachts noch oft nach dem Auftritt nach Hause gefahren. Und ich hatte oft im Jahr über 100.000 Kilometer. Das war damals normal. Also es war kein leicht verdientes Geld. Nee. Also, und präzise musste man sein und man musste die Käfer ja auch noch ohne Navigation finden. Ja, du hattest noch diesen Shell-Atlas in der Seitentür. Und dann bist du so rausgefahren, hast gesagt, Mensch, hallo. Und am besten war es natürlich immer, wenn du gefragt hast, im Ort, wo die Stadthalle ist. Ja. Herr Krüger. Nein, ich wollte nur wissen, wo die... Ja, Herr Krüger, können wir nicht... Steigen Sie doch mal aus, wollen wir nicht... Erstmal eine Nippel durch die... Ja, alles, ja. Und das dauerte dann schon, bis du manchmal die Stadthalle gefunden hattest. Aber die Stimmung bei seinen Konzerten war immer gut. Ich kann es bestätigen, ich war bei den einen oder anderen dabei. Und überhaupt war natürlich Party angesagt. Also auch bei der ZDF-Hitparade gab es ja die berühmten Party-Songs. Wir erinnern uns an die besten, wo die Löcher aus dem Käse geflogen sind. Die Erinnerung an die Party-Songs der ZDF-Hitparade. Eigentlich sind ja alle Hitparaden-Künstler schillernde Persönlichkeiten. Aber ein paar sorgen für ganz besondere Momente. Sehr schöne Stimmung hier. Das war noch nicht alles, denn jetzt geht's richtig los. Gottlieb Wendehals. Ein Garant für Partystimmung, die auch den Moderator ansteckt. Auch sehr kurios, die deutsche Antwort auf Olivia Newton-John und John Travolta. Frank Zander. Mit sicherem Gespür für schräge Auftritte. Und ich möchte Ihnen sagen, Prost. Kreuzberger Nächte sind krank. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen wir ganz langsam an. Affen titten geil. Goethe war gut. Einer darf beim Thema Ohrwürmer natürlich nicht fehlen. Also er hat eine ungeheure Nase für Schlager. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Bleiben nämlich noch in der Abteilung Stimmungslieder. Immer tut, tut. Ganz laut immer tut, tut. Klaus und Klaus werben für ihre Heimat. Und ganz Deutschland feiert mit. Da merkt man schon, die Herrschaften nehmen sich nicht allzu ernst. Ich bin am Meer für Prinz, Mama, Meer für Prinz. Mama, ich bin am Meer für Prinz. Erste allgemeine Verunsicherung. Mittlerweile ein Klassiker, hier noch sehr frisch. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Birdie, Birdie, boom. Wer? Birdie, 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 boom. Und nochmal, einmal. Ja, Stimmung in der ZDF-Hitparade. Mike, wahrscheinlich egal, wo du hinkommst, ob mit oder ohne Gitarre, wenn dir einer sagt, ach Mensch, sing doch mal den Nippel, machst du das noch oder sagst du, Freunde, ich kann ihn nicht mehr? Doch, das mache ich. Mache ich sehr gerne, weil die Leute freuen sich ja, wenn ich den singe. Unbedingt. Ich glaube, das bedeutet, Mensch, Mike, sing doch mal den Nippel. Ja, dann sing ich doch mal den Nippel. Ja, los, ja. Er singt sogar, er gibt sogar noch eine Zugabe, ein Medley seiner größten Hits, den Nippel und den Bagger. Oh, ja, komm, sagt er so. Hau rein. Okay.
Dann fangen wir damit mal an. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt stehe ich hier am Würstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube drin ist Senf und drauf steht, Sie müssen nur. Da scheint sofort ein, unterdrücken Sie dann. Und schon geht die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab einen Automaten, doch das war mir ganz Wurst. Ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier vom Fass. Kam eine rote Lampe raus, auf der stand, wenn Sie müssen nur den. Da scheint sofort ein, und da drücken Sie dann. Und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich habe dieses Lied natürlich weltweit gesungen. In allen möglichen Ländern dieser Erde, zum Beispiel in Österreich. Anstatt dass sie jetzt sagt, oh, in Österreich oder in der Schweiz. Ich kann sehr gut zwischen echt und falsch unterscheiden. Zufällig ein Schweizer hier heute. Schweizer? Keiner, dann kann ich eine Schweizer Strophe singen. Ich fahre öfters in die Schweiz, ich mache Urlaub da. Da mache ich auch viel Fotos mit meiner Kamera. Auf ein Bild wollte ich mit drauf, das war sehr interessant. Ich gab das Ding einem Schweizer in die Hand, der sagte, ich hab im Osters lieb die Tochter Sesslitz sehen und an die kleine Schnüli die Entfernung sehen. Ich bin gewiss kein Lüli, da kenn ich mich aus. Doch kommt da unten gleich ein Vöglin aus. Und jetzt kommt der absolute Hammer, pass mal auf. Mit dem nächsten Lied war ich in der Hitparade auf Platz 3. Da staunst du, Bernhard und Nicole. Ich war auf 3. Jaha. Hier fliegt der Draht aus der Mütze und mein Bruch tritt raus. So krachelt doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Ich guck aus dem Fenster und glaub ich schiel, weil mein Gartenzaun grad in sich zusammenfiel. Denn wer backert da so spät, doch ein Backerloch, das ist. Ja, wer backert da so spät, doch ein Backerloch, das ist. Und Achtung. Backer, 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 Loch. Und alle! Backer, 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 backer. Dankeschön! Textsicher wie immer, Mike Krüger. Gab es davon internationale Coverversionen oder hat er irgendwelche in Holland hat das der später Schmidtchen Schleicher gesungen hat, der hat das in Holland gesungen. Ah ja. Es gab aber noch viel mehr Coverversionen von Mein Gott Walter. Da gab es eine bayerische Version, eine Schwulenversion, eine. Also ich glaube, es gab 8 oder 9 Versionen von Mein Gott Walter. Mein Gott Walter war aber nie in der Hitparade, weil davon gab es keine Single. Nein? Du warst ein LP-Künstler. Ich war ein LP-Künstler. Konzeptalbum. Ein Konzeptalbum quasi. Mein Gott Walter war eigentlich, du sagst es, ein Konzeptalbum, ja. Davon haben wir nur, weil mein Vertrieb sich beschwert hat, wir müssen eine Single machen. Die Musikautomaten, die gab es ja, Bernhard hat es schon erzählt, wir müssen für die Musikautomaten eine Single machen, das haben wir dann gemacht. Und diese Single hat alleine nur für Musikautomaten hat 80.000 Stück verkauft. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja. So, Kollege Brink. Ja. Der Bernhard. Weil ich habe lange überlegt, Herrgott, das Lied kenne ich doch und das kenne ich auch von irgendjemand anderem. Es hat lange gedauert, bis mir Susi Quattro eingefallen ist. Ja,
haben wir damals mehrfach gecovert von ihr. Alles braucht seine Zeit. She's in love with you. She's in love with you. Genau. Und die 80% aller deiner Fans sagen, das ist doch der Bernhard mit ich wäre so gern wie du. Die drei. Die drei. Schlagen wir zu? Ja, schlagen wir zu. Ich wäre so gern wie du, Bernhard, bring! Ich wäre so gern wie du. Ich schwimm immer oben, weil ich meine Grenzen kenn. Sie hasste diese Art zu leben, denn die Sicherheit, der Halt hat ihr gefehlt. Was sie braucht und verzählt, hat sie jetzt bei dir und sie hat gut gewählt. Ich wär so gern wie du, das geb ich ehrlich zu. Du hältst, was du versprichst, ich weiß, ich bring das hin. Das kann ich versichern auch tun. Mein Leben bleibt ein Spiel mit Ballen ohne Ziel. Nein, ich bin nicht wie du. Mit beiden Fäusten kämpfte ich oft für uns zwei. Als Freund hat dir das imponiert. Wie oft hast du dir gewünscht, wie ich zu werden? Jetzt bin ich, der hier verliert. Du weißt auch, ich hab sie geliebt, doch immer haben mich die Vorwürfe gequält. Denn was sie braucht und verzählt, hat ihr doch bei mir gefehlt. Über meine Schale springen kann ich nicht, ich wär so gern wie du. Das geb ich ehrlich zu. Du hältst, was du versprichst, ich weiß, ich bring das hin. Zu viel gehört dazu. Ich wär so gern wie du. Ganz gleich, was ich auch tu. Mein Leben bleibt ein Spiel mit Ballen ohne Ziel. Nein, ich bin nicht wie du. Ein Typ, der Action braucht wie ich, wirft sie aus dem Gleichgewicht, den sucht sie nicht. In deiner Ruhe liegt die Kraft, die sie wirklich glücklich macht. Das, was zählt, das hat ihr bei mir gefehlt. Und sie hat bestimmt was Besseres verdient, ja, so ein Mann wie du. Das gebe ich ehrlich zu. Du hältst, was du versprichst. Ich weiß, ich bring das Ding. Zu viel gehört dazu. Ich wär so gern wie du. Vielen Dank, danke schön. Ich wäre so gern wie du, Bernhard Brink. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank. Yeah. Das war ein Flammenwerfer, mein Lieber. Ja. Ich bin leicht erhitzt. Also erhitzt die Feuerstraße von Genghis Khan mitgenommen, oder? Genau. Hast du beerbt. Genau. 82 kam die internationale Stunde des deutschen Schlagers. Ralf Siegel träumt heute noch jede Nacht davon. Mit seinem Song gewann sie nämlich den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Wir erinnern uns alle, 20 Votes und die Stimmen aus. Das war ja damals groß, das hatte ja damals. Und es keine war so groß wie sie. Und sie hat uns richtig international Freude gemacht und Ehre gebracht. Hier ist Nicole mit ein bisschen Frieden. An manchem Tag
dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ein bisschen Frieden, sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Ja, Nicole, das ist wirklich ein Lied, das hält, das hat funktioniert damals, funktioniert immer noch und offensichtlich singst du es immer noch mit der gleichen Emotion. Es geht dir nahe. Ja, das ist einfach, ich meine, wenn einem so viel Sympathie entgegengebracht wird, nach so vielen Jahren auch und mit diesem Lied, das ist unkaputtbar und ich meine, dieses Lied ist aktueller denn je, wenn wir mit offenen Augen... Und du hast es richtig gesagt, es ist ein Lied für die Ewigkeit. Ja. Und gerade wenn man Schlager singt, fühlt man sich ja vielleicht manchmal nicht ernst genommen. Wenn man das aber sieht, wie die Menschen auf dieses Lied reagieren, dann merkt man, dass es irgendwie schon dahin geht, wo es hingehen soll, nämlich ins Herz. Ja, und die Zeit kann diesem Lied auch eigentlich nichts anhaben, weil dieses Thema natürlich immer aktuell sein wird. Und wann immer ich das heute auf der Bühne singe, egal ob das in der Olympiahalle ist in München oder in einem ganz kleinen Saal, das spielt keine Rolle. Du siehst dann Menschen, egal welchen Alters, da steht ein Rocker, der hat eine ältere Dame im Arm, die sind textsicher, Entschuldigung. Nein, ich kenne das, ich mache das auch immer. Ja. Die sind textsicher und die singen und du spürst, da geschieht etwas mit den Leuten, immer noch nach so vieler Zeit. Und dann kommen auch wieder diese Lichter. Früher gab es die Feuerzeuge, jetzt haben sie die Handy-Lights, aber der Effekt ist eigentlich der gleiche. Und du tauchst ein in ein Lichtermeer und du bist irgendwo, weiß ich nicht, dann möchte ich mit keinem Menschen tauschen auf der Welt. Das ist schön. Und die ganz besondere Stimme, diese wunderschöne Stimme, die hast du ja immer noch. Ich habe mir das bei Mike vorher auch schon gedacht. Also bei dir hat sich auch die Optik gehalten.
Aber die wunderschöne glasklare Stimme habe ich immer noch. Ja, das stimmt. Wollte ich dir damit andeuten. Ja, danke, Thomas. Nicole, ich habe dich ja heute vom Sofa abgeholt, aber es war nicht das erste Mal, dass ich dich abgeholt habe. Nein, ich weiß. Wir erinnern uns, 82 war Harrogate. Ja. Da habe ich noch so eine hohe Stimme. Und du hast noch gesagt, Ralf Siegel küsst gleich den Boden. Ja. Wie der Papst. Das hat er sicher auch getan. Der küsst ihn heute noch, wenn er an dich denkt. Und das war damals 82. Nicole sieht noch so aus. Nicole hat den Grand Prix gewonnen. Und wir werden live dabei sein beim Empfang für Nicole hier in München. Das ist das Schwesterchen von der Nicole. Du bist die Sabine? Ja. Grüß dich. Und das ist die Oma von der Nicole. Jawohl. Jetzt kommt sie, hält sich den Hut fest, wie das die Könige so machen. Herzlich willkommen, Nicole. Ralf Siegel und Bernd Meinunger, Produzent und Texter. So, jetzt kommt mal. Oh Mensch, das ist so ein Bahnhof. Guck mal, Mensch, wenn ich komme, da ist nicht los. Naja. Nicole? Ja? Herzlich willkommen in Deutschland. Unser Hallo. Publikum begrüßt dich. Beifall für Nicole. Hallo, guten Abend. Du bist live in unserer Sendung Na sowas. Was? Tatsächlich? Tatsächlich? Hast du nicht gewusst? Nein. Ja, guck mal. Jetzt kennst du die? Hallo, Nicole. Sabine. Ja. Hey, kommt noch besser. Guck mal hier. Ah! Sag mal, sag mal. Ja, das ist eine Überraschung. Aber wir werden heute noch. Sprachlos. Gell? Wir werden heute noch Familienzusammenführung machen. Also nochmal Glückwünsche von uns und alles Danke, Gute. Tschüss. Schon etwas her, aber. Da haben wir es nicht vergessen und werden es nie vergessen. Ein bisschen Frieden, wie gesagt, aktueller denn je. Du bist die nicht nur ungekrönte, sondern auch gekrönte Königin der ZDF-Hitparade. 17 Mal insgesamt warst du auf Platz 1. Niemand hat häufiger diesen Wettbewerb gewonnen als du. Keine Frau, kein Mann, keine Gruppe. Du bist Mist erster Platz bei der Hitparade, hast sozusagen Dauerabo gehabt und warst auch mit 54 Auftritten Hitparaden-Königin. Mike, du hast es knapp verfehlt. Weißt du, wer Nummer 1 war? Bitte was? Wer war Nummer 1? Wer hat die meisten Hitparaden gehabt? Ich glaube, ich weiß es. Nee, ich war, glaube ich, Dritter. Roland Kaiser. Roland ist 1. Roland? 69 okay. Mal. Ja, Roland ist 1. Und dann, glaube ich, Chris Roberts und dann unser einer. Ne? Ja, wahrscheinlich. Also, ich weiß nur. So, also Nicole, wir hoffen, dass wir dieses Lied noch sehr oft von dir hören. Was geht in so einem harten Kerl wie dir vor, wenn du dann so ein bisschen Frieden, das ist doch, schön, müssen wir zugeben. Ja, das gab es übrigens auch in 7 Sprachen. In 7 Sprachen? Ja, und alles selbst gesungen. Alles von dir? Ja. Also es gab da keine Coverversion. Nein. Hat irgendwie nicht dann Celine Dion gesagt, da muss ich mal ran. Nee. Aber könnte sie noch machen, finde ich. Finde ich auch, hat sie aber nie getraut. Ja. Ich bin, wenn man das so oft nachts auf der Autobahn hört und dann immer, wenn das dieses, da geht es einen halben Ton höher und dann sing mit mir ein neues Lied. So fährst du dann? Dann bin ich immer dabei. Ja. Der Gottschalk hört wieder ein bisschen. So, jetzt natürlich Musik, Markus, das ist so unsere Generation. Es hat sich dann musikalisch natürlich auch ein anderer Sound in der Hitparade breit gemacht. Und wir erinnern uns mit großer Freude an dieses Lied. Hier ist Purple Schulz mit Verliebte Jungs. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs können es nicht lassen, diese Frauen manchmal anzufassen. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen mit den Frauen, die sich das gern gefallen lassen. Verliebte Jungs sind einfach nicht zu fassen. Auf einmal ist es da, fast sowas wie ein Hochgefühl. Das Blut pulsiert, das Herz macht Boom und dann wird ihnen schwül. Ein Kribbeln in den Beinen zieht sich rauf bis ins Genick. Dann kriecht es noch was höher und im Hirn, da macht es Klick. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen,
reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebt die Jungs sind einfach nicht zu fassen. Und hat es erstmal Klick gemacht, dann hält sie keiner auf. Sie laufen vor Laternen, doch sie stehen wieder auf. Sinnlos sich zu wehren, niemand kommt dagegen an. Sie sprengen alle Ketten, gehen, wenn's sein muss, durch die Wand. Verliebte Jungs sind irgendwie wie Kinder. Je verliebter, je blinder. Verliebte Jungs, hey, tanzen auf den Straßen. Reiben ihre Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen. Verliebte Jungs können es nicht lassen, diese Frauen manchmal anzufassen. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen mit den Frauen, die sich das gerne fallen lassen. Verliebte Jungs sind einfach nicht zu fassen. Verliebte Jungs, schiblebop, 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 schiblebop. Verliebte Jungs, Purple Schulz. Tolles Lied. Das könnte auch von Elvis Costello sein. Dankeschön. Ja, ja, man hört das heute. Das ist nicht irgendwie von gestern. Das ist ein toller Sound. Ja, es macht total Spaß, das auch jetzt wieder komplett neu aufzunehmen. Nochmal extra hier für die Sendung. Ja, aber würde ich noch mal an den Start gehen damit. Ja, mache ich ja gerade. Sehnsucht wäre natürlich auch nochmal wert, ist neu. Das war natürlich der Hammer, mit dem Song damals für mich überhaupt zum allerersten Mal in die Sendung reinzukommen. Das in meiner ersten. Und das Erste, was er gebrüllt hat in der Sendung, war: Ich will raus! Du hast es aber nicht persönlich gemacht. Wann war das? 85 hast du 85. angefangen. 85. Und das war ja kein einfacher Start, weil ich kann mich erinnern, es gab die Diskussion, und die wirst du sicher auch mitbekommen haben, ob nun deutsche Gruppen, die einen völlig anderen Sound gehabt haben, sich mit diesen Schlagertypen gemeinsam vor die Kamera stellen. Viktor, du hast diese Diskussion sicher als Moderator am stärksten gespürt. Extrem. Also das war wirklich, wir haben, und Purple hat das miterlebt, weil Purple, Heinz-Rudolf Kunze und später auch Wolfgang Niedecken von BAP, Udo Lindenberg, das waren von dieser jüngeren Rockmusikgeneration, die sich ja auch als links erklärte, diejenigen, die sofort gesagt haben, ja, in die Hitparade, wenn wir uns da qualifizieren, dann gehen wir dahin. Und es gab eine Gruppe von Sängern wie Westernhagen, Grönemeyer, und wir haben uns dann manchmal nachts in irgendwelchen Zirkeln mit denen getroffen, haben immer gesagt, und das war mein Traum, dass ein Roland Kaiser, eine Wenke Möhre, eine Nicole neben Herbert Grönemeyer und Westernhagen singt. Weil wenn die alle erfolgreich sind, dann sollen, und deutsche Musik, Siegmann, dann sollen die auch zusammen Nicole auftreten. Nicole und Wenke Möhre hätten ja nichts dagegen gehabt. Natürlich nicht, aber genau die damals immer Toleranz auf ihre, die sagten, nee, wir treten nicht neben Schlagersängern auf. Was ich immer völlig bekloppt fand. Das Problem war, glaube ich, noch ein ganz anderes. Das war weniger das Problem. Das Problem war, wir waren ja lauter Künstler, die sich auf den ganzen Friedensdemos getroffen haben, wo wir gespielt haben. Wir haben gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf gespielt. Ziemlich erfolgreich, wurde nicht gebaut. Und dann trafen wir uns auf einmal in einer Sendung, wo wir dann bewertet werden sollten, also gepunktet werden sollten. Und damit hatten wir alle ein Problem. Also gegeneinander, dieser Konkurrenzgedanke, worüber du ganz am Anfang der Sendung schon gesprochen hast. Das war so, glaube ich, unser Hauptproblem. Also ihr wolltet, aber Kollegen, das war doch Volksentscheid mit dem TED. Also das war doch Acclamatio Publico. Ja, aber wir wollten es trotzdem nicht, weil es war eine große solidarische Gemeinschaft. Die Künstler haben damals für sehr viele Sachen eingestanden. Aber du bist ja gekommen. Vielleicht, also weil die Hitparaden-Fans wissen, das ist doch der Viktor. Oder das war doch der Viktor. Auf jeden Fall Viktor Worms, Nachfolger von Dieter Thomas Heck. Und hier, dem jungen Mann werden die vielleicht, ja, man kennt ihn aus anderen Zusammenhängen, aber als Regisseur der Hitparade warst du ja hinter den Kameras. Das kann man wohl sagen, ja, Gott sei Dank. Hast du auch versucht, damals, als die neue Musik ins Bild kam, die auch anders zu inszenieren? Ja, nee, diese Hitparade hat ja ganz eigene Gesetze gehabt. Also das war, Druckbrands hat das erfunden, die Künstler mitten ins Publikum zu setzen. Und dann auch noch. Und ich merke das heute Abend, ich habe das alles hinten gesehen, das funktioniert immer noch. Ihr seht toll aus, ihr seid begeistert. Es ist, ja. Also, warum müssen wir dann die Künstler
auf der andere Seite stellen und mit zappelnden Lichtbildern. Also, das ist doch toll, wenn ihr dahinter steht und dann tanzt und dann jubelt. Das ist, und man merkt das ja auch, die Stimmung springt wirklich über. Aber wie? Wir haben denen ja nichts vorher gegeben, dass die da irgendwie ja, da ist. Nicht so, weiß ich nicht so genau. Naja, aber also wir haben das nicht anders fotografiert, nur weil das eine andere Musikrichtung wurde oder so. Und es ist ganz egal, ob dieser Purple oder die Purple, das ist mir wurscht. Ich habe also immer das Ziel gehabt, die Künstler so sehen zu lassen, wie ich sie gerne gesehen hätte. Ja, und so, ich glaube, das ist beim Publikum auch genauso rübergekommen. Wenn Heino da war, ich sehe ihn gerade da vorne. Ja, warum sollen wir... Ich muss noch nicht beweisen, was für ein toller Regisseur ich bin, sondern ich will, dass die Sendung so rüberkommt beim Publikum, wie wir sie hier erleben. Und das ist toll. Victor, über deinen Auftritt hing natürlich der große Schatten von Dieter Thomas Seck. Hast du den erlebt? Gab es da eine Staffel? Nee. Kennst du den? Das war auch toll. Und ich habe mir da überhaupt nie Gedanken darüber gemacht, was das alles mit sich bringt. Dass das die erste Sendung 14 Millionen Menschen gesehen haben. Und plötzlich wurdest du angesprochen. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, unerkannt. Aber auf jeden Fall, was das mit sich bringt, diese Fernsehpopularität. Ich hatte ja vorher fast kein Fernsehen gemacht. Das hat mich völlig überrascht, aber es haben sich auch sehr viele schöne Freundschaften aus der Zeit ergeben, zum Beispiel zu diesen beiden Herren, die heute noch halten. Gehabt, insofern ging's. Ja. Also, und es war ja auch irgendwo putzig anzuschauen, obwohl man das ja nicht als Fachmann gesehen hat, du als Regisseur wahrscheinlich schon, was da in dieser ZDF-Hitparade immer wieder so an Gerumpel zu sehen war. Da wurde mal ein Mikrofon ausgetauscht. Am Anfang war das ja sogar Plan. Druckbranz hat ja die Kameras farbig abgeklebt und die Kameraleute mussten alle die gleichen Hemden anhaben. Die waren alle absichtlich im Bild. Später waren sie aus Versehen im Bild und dann hat man mir einen Vorwurf gemacht. Aber das war wieder, das ist ja so Insider-Kram. Das interessiert euch nichts. Also wir gucken uns jetzt mal ein paar Pannen an, damit wir wissen, wovon wir reden. Das sind Pannen aus der ZDF-Hitparade. Herzlich willkommen in diesem Theater. Die Hitparade ist live. Start Nummer 1. Naja, fast live. Die Musik kommt vom Band. Oder auch nicht. Wo hast du deine Musik gelassen? Oder sie ist zu laut. Oder zu leise. Ich hab das Playback zu leise. Mach doch mal den Monitor an, Mensch. Und will es dir auch zu. Ich bin noch gar nicht fertig. Rainer, eine Frage, Herr Schäfer, was ist das hier? Ist auch schon wieder neu. Immer die allerneueste Technologie. Da kann man überall drauf. Ach so ist das. Wir haben den Ted heute Abend dabei. Wählen Sie bitte jetzt. Das scheint eine Panne zu sein. Es kann passieren, dass Ted im Eimer ist. Es ist die Technik. Besser wäre es jetzt, Musik zu machen. Klar, wenn die Technik jetzt mitspielt. Ich habe jetzt ein bisschen was hier durcheinander gebracht. Kaputte Mikros werden im fliegenden Wechsel ausgetauscht. Achtung, zack. Mikros sind generell eine große Herausforderung. Dann vorbei am Stock, das haben wir. Tanze Samba mit mir. Vor allem die lästigen Kabel. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebe lang. Morgen ist nicht gleich vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, Liebe. Aber es gibt auch die Virtuosen. Bei der Hitparade ist immer viel los. Menschen irren durch die Gegend. Moderatoren auf der Suche nach Orientierung. Wo ist die Kamera? Wo, da ist. Aha, da drüben bin ich jetzt neuerdings. Sprachlosigkeit auf allen Seiten. Und den Nils und den. Ja, dann kam ein wohl auch sich, also ein auch auf dem Einkaufsbimmel befindlicher, Einkaufsbummel befindlicher. Aha. 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 Instrumente machen sich selbstständig. Da, da, da. Nena kämpft diesmal mit der Nebelmaschine. Und Stefan Raab gleich gegen die ganze Bühne. Und es war natürlich auch mit der kleinen Panne, die immer passieren kann, eine Sendung in Ihrem Programm, in Ihrem ZDF. Gott.
Warst du das, der die Nina so eingenebelt hat? Gott sei Dank stand da mein Name nicht drunter. Das war lauter Pannen aus meinen Sendungen. Das ist ja fein. Nein, aber die Sache mit Nena, das war wirklich eine Katastrophe. Weil wir hatten Nebelmaschinen, die waren nicht so wie heute. Das war doch, da waren noch zwei Menschen, die haben auf so Knöpfe gedrückt. Und dann fing das Lied an. Das Lied insgesamt war 3:30, glaube ich. Und kurz nach so 2 Minuten war sie das erste Mal zu sehen. Ich bin gestorben. Wenn Sie das im Ü-Wagen erleben als verantwortlicher Regisseur, dann möchten Sie eigentlich gar nicht mehr leben. Dann möchte großes Loch und furchtbar. Ja. Nebel hätte er bei mir nie gemacht. Ein bisschen Nebel und man hätte mich nie mehr gesehen. Bodennebel ist das. Genau. Ihr hat es nicht geschadet. Also, nee, bestimmt nicht. Sag mal, Victor, und du musstest dich ja auch damit rumstreiten, dass die Leute gesagt haben, mein Gott, muss man in der Hitparade Englisch singen. Wir werden nämlich gleich einen Interpreten haben, der Englisch singt. Ja, das war ein bisschen dem Musikmarkt geschuldet, nämlich dahingehend, dass das die Zeit war, in der viele der Komponisten, die erfolgreich Schlager geschrieben haben, Jack White, Frank Farian, Dieter Bohlen, Michael Cretu, die alle Schlager geschrieben hatten, plötzlich fast nur noch Englisch produzierten. Und wir konnten man qualifizierte sich ja über Verkäufe und aus diesen Top 100 konnten wir die Sendung gar nicht mehr füllen, weil da oft nur in der Zeit nur 2, 3 Deutsche drin waren. Der Schlager hat ja erst danach wieder so ein Revival erlebt. Und dann hat das ZDF entschieden, dass man sagt, wenn der Komponist und der Texter aus Deutschland ist, Bohlen zum Beispiel oder Frank Farian, dann können die da auch singen. Und diesen Weg, das mussten wir dann ganz klar lernen. Und der Zuschauer, der diese Künstler sehen wollte, der wollte die Hitparade nicht. Und die Zuschauer, die Hitparade gesehen haben, die wollten eher deutsche Musik. Das war einfach eine Erfahrung, die wir dann machen mussten. Und wir haben gnadenlos einen internationalen Serienstar zu einem deutschen Schlagerstar gemacht. Er war Mr. Knight Rider, er war Mr. Baywatch. Und er war die Nummer 1 der deutschen Hitparade. Hier ist David Hasselhoff, Looking for Freedom. One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long.
Incredible. Dankeschön. 30 years, baby. 30 years. Many years. Many years. They love you. Yeah, you know, it's amazing. 30 years later, starting with you. 30 years, yeah. Yeah. On Wetten, dass. Er war bei Wetten, dass, aber, I mean, like, they love you. You should become an honorary German as Ehrendeutscher. You know, my parents, my great-great-parents are from a town called Fokkersen, which is near Bremen. Yeah. So I am an honorary German. Bist du, der Hassel, der Hoff, würde Dieter Thomas Heck sagen. Der Hassel, der Hoff, David Hasselhoff. Und er hat sogar jetzt, du hast eine kleine Hommage an Udo Jürgens vorher. Yeah, you know Udo Jürgens? You know Udo Jürgens? Of course. Okay, try this. Mit 66 Jahren, da fangst das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da fangst das Leben an. Mit 66 ist doch lange nicht Schluss. So. Alles klar. I'm 66. Ist 66 und der let's work on the 66. 66. 66, ja. 66. Perfekt, jawohl. Ja. Mit 66. David Hasselhoff. I see you on tour, October 3rd. I'm starting in Berlin on the reunification day of Germany after 30 years. David, on tour, it will be an Oktoberfest. Yes. David, always good to see you. Good to see you, buddy. Hey. Dankeschön! David Hasselhoff, I've been looking for freedom. So. Hoppala. Ja, hä? Ja. Hey, der Mann kann's. Er hat's immer noch drauf. Ja. Er hat's immer noch drauf und man ist ja fasziniert. Ja. Das ist ja ein Lied, wo man denkt, das muss eigentlich jedem einfallen. Und es ist, man tanzt damit, selbst ich. Es gibt zwei Songs, bei denen ich tanzen muss. Frankie Goes to Hollywood, Relax und I've Been Looking for Freedom. Man hat's gesehen gerade. Du bist ja abgegangen, als hättest du dein Zäpfchen bekommen gerade. Ja, Hab ich auch gerade. Aber ich hab's geschluckt. Na gut. Meine Damen und Herren, Nicole. Jetzt lacht sie wieder. Ja, uns geht's gut. Genau, euch geht's gut. Mach dir keine Sorgen, uns geht's gut. Ja, also wir kommen nämlich jetzt zu einer Phase, mit der nichts mehr zu tun hat, nämlich zu den 90ern. Da gab es die Hitparade auch noch wieder ganz anders. Und da gucken wir jetzt mal rein. Die 90er Jahre. Helmut Kohl ist Kanzler der Einheit. In Deutschlands Wohnungen steht immer häufiger ein PC. Mit Internetanschluss, versteht sich. Und Uwe Hübner ist das neue Gesicht der Hitparade. Durch diese Tür zu kommen, ist ein wahnsinnig komisches Gefühl, aber auch ein unwahrscheinlich schönes. In Zeiten von MTV und Viva bringt er die Show auf einen neuen Kurs. Zurück zu ihrem Ursprung, dem deutschen Schlager. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Die Regeln werden geändert. Nun muss Deutsch gesungen werden. Kurze Zeit später auch nur noch live. Du bist alles auf dieser Welt. Die treuen Hitparade-Fans danken es. Schon gespürt, dass es dich gibt. Und werden belohnt mit einer Fülle von emotional, einfühlsamen und unterhaltsamen Auftritten. Außer Konkurrenz treten englischsprachige Titel und internationale Stargäste aber nach wie vor auf. Wie Chris Norman. Michael Bolton. The Weather Girls. Oder Justin Timberlake mit NSYNC. Es ist schließlich die Hochzeit der Boybands. Und auch die deutschsprachige Musik ist wieder stark im Kommen. Mit großartigen Chartstürmern. Viele davon zu Gast in der Hitparade. Dann kommt der 16. Dezember 2000. Willkommen an den Bildschirmen. Hallo Berlin. Ein historischer Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Hitparade ZDF, zur allerletzten. Das emotionale Ende einer Show, die Millionen Menschen bewegt. Zum letzten Mal wird ein Gewinner ermittelt. Es ist Nicole,
in Tränen aufgelöst. Haltet sie fest, sie zittert. 32 Jahre lang war die Hitparade für viele ein musikalisches Zuhause. Der Abschied fällt schwer. Eine Ära geht zu Ende. Hier ist Berlin und das war Ihre Hitparade im ZDF. So, ich bin gerade von meinen Couchgästen ganz zu Recht beschimpft worden. Von wegen, mit den 90ern hatten wir nichts mehr zu tun. Und natürlich muss ich mich korrigieren. Wir haben gerade gesehen, Nicole hat auch in den 90ern noch abgeräumt. Und da hat ein Mann bei der ZDF-Hitparade das Sagen gehabt, der neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Uwe Hübner. Vielen Dank. Hallo, darf ich? Abends. Vielen Dank. Die Hitparade, wir haben es ja gerade von Victor gehört, hat ja nun verschiedene Versuche gemacht, ihre Relevanz zu behalten, was ja nicht einfach ist, weil das Schlagerpublikum ja nun durchaus mit einer gewissen Energie immer eine Position verteidigt. Erst hieß es, Schlager muss deutsch sein, dann hat man versucht, den internationalen Approach, und du hast es wieder ein bisschen zurück zum Deutschen geführt. Also ich habe das wie ein Abenteuer alles gesehen. Ich kam ja damals vom Privatfernsehen, von RTL, und dachte, das ist vielleicht so ein einjähriges, zweijähriges, kleines Zwischenspiel. Aber dann bin ich halt auf die Straße gegangen und habe dann mich mit den Menschen unterhalten und habe gesagt, wie möchtet ihr gerne die Hitparade haben? Und es war durchgängig die Meinung, wir wollen Leistung sehen. Wir wollen sehen, ob die Künstler was können, wie sie es machen und warum ist es nicht wieder so wie früher. Also war es für mich eigentlich ganz klar. Es hat Spaß gemacht, hinter den Menschen, dem Publikum zu stehen und es durchzukämpfen, denn die Quoten haben hinterher gezeigt, wir haben es genau richtig gemacht. Und der Beifall zeigt ja das auch, man hat das nicht vergessen. Ich sehe bei dir, bei Dieter war das natürlich auch so, doch, dass ihr das mit einem gewissen heiligen Ernst gemacht habt. Also das war nicht nur irgendeine Show, die man so wegmoderiert hat, sondern man konnte das offensichtlich nur glaubwürdig verkaufen, wenn man hinter dem Ganzen stand. Ich bin reingewachsen. Ich habe vor allem mich immer für die Menschen interessiert. Musik, Schlager war okay, aber ich fand es toll, alle kennenzulernen. Roy Black nahe kennenzulernen mit seinen Stärken und Schwächen, Rex Gildo. Nicole natürlich zu erleben, da sind immer Tränen geflossen, wenn sie da war. Und kurzum, es hat mir einfach Freude gemacht, zu sehen, dass es was Menschliches hat. Und wenn Fernsehen menschlich ist, wenn es Emotionen rüberbringt, was übrigens heute Abend hier auch gelingt. Großes Kompliment an diese Show. Wirklich. Emotionen pur. Schöne Erinnerung. Toll gemacht. Wirklich, Thomas. Nein, aus vollem Herzen. Dann macht das Sinn. Dann macht das Freude und das lieben die Menschen. Man merkt in der Tat, dass diesem Publikum diese Musik wirklich nahe geht. Sie lieben sie. Also Emotion ist ganz entscheidend. Es ist nicht nur so ein Abtanzen, sondern die singen mit, die haben eine Beziehung zu den Künstlern hier. Ihr habt sogar die gestrickten Schals für Bernhard Brink gesehen. Ja, stimmt, und die tragen dann einen letztendlich. Also aus dem Abenteuer von ein, zwei Jahren sind dann 11 Jahre für mich Frauen, geworden. Frauen, die auf uns stehen, können gar nicht mehr stricken. Das stimmt, das auch nicht. Genau. Uwe, jetzt die Frage, wie weit du sozusagen auch noch den Schatten von Dieter Thomas Heck gespürt hattest. War diese Sendung immer so ein bisschen von ihm gegründet? Hat man immer so mit, wir haben ihn ja erlebt, ich meine, ich habe in Berlin da während der Funkausstellung, der hat ja richtig Hof gehalten, also er kannte sie alle. Jüngchen willst du ein Korn, das war ja immer so. Warst du noch Heck-Schüler? Es war sehr imponierend, zum Beispiel unsere gemeinsame 25-Jahre-Sendung. Er kam im schwarzen, wallenden Mantel herein und das ganze Studio war still. Also alle, ich habe es überhaupt nicht verstanden, hab dann das Publikum gefragt, hab den Regisseur angeguckt und alle, das ist das Machtsymbol. Wenn Dieter reinkommt, so wie damals Druckbrands im schwarzen weißen Mantel, haben alle ehrfürchtig so gemacht. Kurzum, das musste ich auch erst lernen als so ein Jungspund. Aber ich habe das auch irgendwie klasse gefunden. Und ich habe immer gehofft, dass er eigentlich diesen Abend heute hier erleben kann. Und wir denken heute ganz voller Ehrfurcht und natürlich auch Freude daran. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Erinnerungen an Dieter Thomas Heck. Uwe. Kaum jemand weiß so gut wie ich, wie weh es tut, für die Klamotten, die man anzieht, beschimpft zu werden. Bei mir immer zu Unrecht, bei dir zu Recht. Ja, also weißt du, ich kam ja halt vom Privatfernsehen und da haben sie alle gesagt, lass dich bloß nicht verändern. Wenn du jetzt zum ZDF gehst, die dürfen dich nicht verbiegen. Ich habe das denen versprochen damals, als ich weggegangen bin und habe dann meine Klamotten mitgebracht. Meine Garderobiere im ZDF hat öfters gehechelt. Meine Redakteurin sagte, Uwe, wir müssen reden. Aber ich habe mich dann durchgesetzt und es hat auch Spaß gemacht, weil in der Tat war es auch wirklich ein Gesprächsthema am nächsten Tag. Ja. Ich habe aber auch jemand anderem nachgeeifert.
Seifert, einem Großen im ZDF. Nur was die Schuhe anging, meine Damen und Herren, da konnte ich nie das Wasser reichen. Der hat immer die geilsten Typen. Die waren früher silbern, die sind frisch gestrichen. Ach so, aber auch. Es passt aber zu einer Renaissance-Sendung, ja, nochmal aufgebraucht. Aber die mussten zum Anzug hier. Aber wir haben natürlich Dokumente, Uwe, falls du leugnen möchtest, es hilft nichts. Das ist Uwe in seiner besten Zeit, in seinen besten Hemden. Okay. Willkommen zur ZDF-Hitparade. Jahrelang habe ich geübt und jetzt hat es endlich funktioniert. Too sexy, it hurts. Sie wollen erotische Reize. Richtig, woher wisst ihr? Ja? Danke. Oh! Ja, so geballt macht's wieder Spaß. Ja. Und diese Schulterpolster, heute sagt man, was habe ich da getragen? Ich sehe auch Sachen aus meiner frühen Zeit, aber damals hat das gestimmt. Ach nein, ich meine, letztendlich haben alle dann immer wieder geschmunzelt. Es gab auch Anfragen, wo kriegt man die Klamotten her und so weiter. Aber ich habe sogar noch einige Sachen selbst, durfte sie auch mal einem Museum zur Verfügung stellen. Die haben das wirklich genommen, das Zeug. Also auf jeden Fall, ich habe noch so ein paar Sachen und ich werde die auch nicht wegschmeißen. Bestimmt nicht. Irgendwann werden die auch wieder in. Kann gut sein. Und irgendwann stehst du auf der Bühne. Du kannst es noch. Willst du mal hier den nächsten Kollegen ansagen? Den hast du bestimmt. Der aus meinen. Einer meiner Großen. Ja. Okay. Und du wirst sehen, das Lied funktioniert heute genauso wie damals. Okay. In diese Kamera. Dann vielen Dank für die Ehre, dass ich das machen darf. Dann lasst mich kurz erinnern. Es war 21. März 1990. Damals sagte ich, meine Damen und Herren, jetzt kommt einer, die Kenner kennen ihn, die Kritiker sagen, das ist ein Neuer, das ist so ein Zweiter. Aber wissen Sie was, lassen wir ihn einfach nicht in einer Schublade stecken. Stecken wir ihn nicht hinein, denn er letztendlich, ja, er muss sich seinen eigenen Reim machen. Machen Sie sich Ihren eigenen Reim auf Matthias Reim, Start Nummer 3 mit Verdammt, ich lieb dich. Ich zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht. Ich brauche dich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du'n Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passte nicht in deine heile Welt, doch die und du, es hast mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an voll Hohn. Es klingelt aber nicht. 7 Bier, zu viel Geruch, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand sagt auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Yeah.
Verdammt, ich lieb dich. Auch einer dieser Titel, die immer noch funktionieren. Ha? Matthias Reim, danke dir. Halt das mal in die Kamera, okay. Weil ich muss das, der Titel ist auch mit drauf. Ich muss das ablesen, weil das versemmel ich jedes Mal, wenn ich so eine CD vorstelle. Entweder ich bin so begeistert, dass die sagen, das müssen wir wegschmeißen, das war Werbung. Oder ich bin so wurschtig, dass die sagen, das Ding kauft kein Mensch. Okay. Deswegen heißt es hier wortwörtlich. Also, das ist die CD. Liebe Zuschauer, wenn Sie Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich noch einmal hören wollen, gerne. Auf dieser CD finden Sie auch viele andere Künstler aus dieser Show und Lieder, die zum 50-jährigen Jubiläum der Hitparade einfach dazugehören. Es gibt sie online zu gewinnen auf hitparade.zf.de. Wir sollten damit auf Tour gehen. Matthias Reim, so. Danke dir. Ja, Mensch, war doch schön Familientreffen, oder? Absolut. Wir sind alle nur Brüder und Schwestern. Du bist auch drauf. Man, nein, Mendocino, ja. Auf der Straße nach San Fernando. Ich kenne von dir sogar Dinge, an die du dich gar nicht mehr erinnerst. Nimm den goldenen Ring von mir zurück. Ach so, dir gehört mein Herz, mir gehört dein Herz, nicht mehr, dir gehört mein... So in die Richtung. Howie, du bist auch noch auf, Mensch. Grüß dich. Bejubelt. So. Ja, Mene. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen. Also zum 75. bin ich wieder... Ich glaube, ich bin jetzt aufgenommen im Schlager-Olymp, oder? Ja. Ja. Verdammt, ich kann das. Ich kann das nicht. Es kommt jetzt sozusagen der große Schlussakkord. Wir haben ja damals, also Englisch konnte ich kaum und Französisch überhaupt nicht, aber wir haben immer mitgesungen. Ich weiß noch genau, damals, beau de coeur, ce que te dit, ce que me mon coeur, irgend sowas in der Richtung, aber auf jeden Fall, Butterfly. Das ist auch einer von diesen Liedern. Es gibt also San Francisco, war es bei mir immer, if you're going to San Francisco, ach so, Kamera, ich, ja, ich hab einen. Okay. Naja, kann schon mal passieren. Das ist einer der erfolgreichsten Hits in der deutschen Singlecharts. Seit 30 Jahren hat ihn keiner eingeholt. Weltweit wurden über 13 Millionen Tonträger davon verkauft. Und Daniel Gerard war genau, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, am 17. Juli 1971 erstmal in der Hitparade mit Butterfly, Daniel Gerard. Bonsoir, Monsieur. Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin. Und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein. Wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Jedes Wort von dir klang wie Musik, und so tief wie die See war das Glück. Eine Welt voll Poesie, die Zeit blieb für uns stehen. Doch der Abschied kam, ich musste gehen. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly, my butterfly, wann werd ich dich wiedersehen? Es ist still, nur der Wind singt sein Lied. Und ich seh, wie ein Vogel dort sieht. Er fliegt hoch, hoch über Meer, in
Sonnenlicht hinein. Gerne möchte ich sein Begleiter sein. Butterfly, my butterfly, jeder Tag mit dir war schön. Butterfly. Meine Damen und Herren, 50 Jahre ZDF-Hitparade. Eine große Schlagerparty. Wir hatten Spaß. Ich hoffe, Sie genauso. Und ich bin als Schlagerfan bereit, zum 75. wieder anzutreten. Okay. Dankeschön. Gute Nacht. Auf Wiedersehen und merci, Monsieur. Au revoir. Daniel Gerard. Dankeschön. 15 Jahre Willkommen bei Carmen Nebel. Ich habe ganz groß eingeladen. Andrea Berg. Peter Kraus. Die Ehrlich Brothers. Maite Kelly. Und Sie sind meine Gäste. Willkommen bei Carmen Nebel, die Jubiläumsshow. Nächsten Samstag, 20.15 Uhr, live. Schalke schießt in Dortmund heute genauso viele Tore wie in den letzten 4 Spielen zusammen, nämlich genau 4, und klaut damit 3 wichtige Punkte. Das und mehr gleich im Sportstudio. Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Sie meinten wohl, Münster zum Beispiel sei eine besondere Stadt, wenn man Streit zu begraben hat. Münster, Stadt des Westfälischen Friedens nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg. Weniger ging wohl nicht als Bühne für den Europawahlkampf der sogenannten Union aus CSU und CDU, die sich über Monate und Jahre bis an die Grenze der Scheidung zerstritten hatten. Im Großen und in all den kleinen Nickeligkeiten, die zu so einer Beziehungsphase gehören. Alles vergessen oder alles übertüncht? Die Inszenierung zeigte jedenfalls nichts mehr vom Streit. Und die mächtige Frau im Zentrum des Streits blieb fern, berichtet David Gebhardt. Es wirkt mitunter wie das Remake einer Samstagabend-Fernsehshow. Wahlkampfauftakt der Union mit Entertainment-Faktor. Generalsekretäre probieren sich als Showmaster. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen einmal in die Halle, Markus, und schauen, wer alles so hier in der Halle ist. Weil ich mit den vielen Freundinnen von CDU und sogar CSU für Europa stehe. Ja, sehr gut. Vielen Dank, ein Applaus. Music Act und eine XXL-Gäste-Couch, die sich langsam füllt mit Talkgästen aus dem normalen Leben und Unionspromis. Streitpunkte wie die Nord Stream 2 Pipeline bleiben so ausgeklammert. Es geht um die 4 Wahlkampfthemen Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Weil das genau die Themen sind, um die sich Europa auch gemeinsam weiter kümmern muss, damit wir in der Welt eben auch weiter unsere Rolle spielen können.
Noch im Sommer letzten Jahres hatte Markus Söder Begriffe wie Asyltourismus verwendet, die Zukunft des geordneten Multilateralismus in Frage gestellt, jetzt ganz andere Töne. Wir sind überzeugte Europäer, gerade in der jetzigen Zeit ist es besonders wichtig, wo, wie Armin gesagt hat, viele versuchen, dieses Europa zu spalten und kaputt zu machen. Engagement gegen Populisten, auch ein Kern der Rede von EVP-Spitzenkandidat Weber. Beide Pfeiler, Freiheit und Frieden, sind das, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir in diesem Jahr 2019 gegen die Nationalisten und die Egoisten verteidigen werden. Es ist unser Europa und wir lassen es uns von niemandem wegnehmen. Weber ist das Gesicht der Kampagne, das Alleinige. Traditionell hatte die Union ihre Kanzler als Pfund im Europawahlkampf eingesetzt. Auch Merkel war vor 5 Jahren noch omnipräsent. In diesem Wahlkampf ist sie quasi unsichtbar. Europa wundert sich. Eigentlich denkt ganz Europa, wo ist Merkel? Und warum sie in diesem Wahlkampf so versteckt ist und so heimlich eigentlich weggehalten wird. Ne? Dass, sie ist nicht auf die Plakate, sie ist nicht auf die Wahlkampfveranstaltungen. Also wir müssen das mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Manfred Weber tun, aber die kennt niemand. Warum wird sie versteckt? Sie wird überhaupt nicht versteckt. Wir haben uns sehr genau überlegt, wie wir diesen Wahlkampf angehen wollen, wer an welcher Stelle Verantwortung trägt und auch in Erscheinung tritt. In Erscheinung wird Merkel nur bei der Abschlusskundgebung in Deutschland treten. Eine Partei im Wahlkampf gefangen zwischen zwei Ehren, der Merkel-Ära und der danach. Ihr Wegbleiben für die einen Verlust, für die anderen Befreiung. Und wenn die Bundeskanzlerin meint, sie braucht nicht kommen, für mich ist das kein Problem, wirklich kein Problem. Sie hat noch 2 Jahre zu regieren und übergibt mir zu viel schon an die Karrenbauer. Ich finde es als Verlust. Mit dem Song We Are Family inszenieren die Schwestern CDU und CSU neue Einigkeit. Diejenige, die diese Familie lange prägte, ist gar nicht erst angereist. Aber auch bei mancher Samstagabendshow fiel der internationale Top-Act ja mitunter aus. Jetzt wird's dann wirklich ernst. Sri Lanka, die Insel, die letzten Sonntag, Ostersonntag, Schauplatz schrecklicher Anschläge war, kommt weiter nicht zur Ruhe. Das bräuchte dieses wunde Land am meisten, Ruhe. Es hatte nie genug Zeit, die Wunden zu heilen von Bürgerkrieg und dem verheerenden Tsunami. Und nun brechen neue auf zwischen den Religionen. Wenn die Paten des globalen Terrors ein Land suchen, das sich spalten und zerstören lässt, sie könnten denken, Sri Lanka ist ein leichtes Ziel, hält die Belastung nicht lange auf. Und es hört nicht auf. Simone Friedrich berichtet. Die Antiterror-Razzia, Soldaten stürmen ein Haus. Später weiß man, es gab Schusswechsel zwischen den Soldaten und den mutmaßlichen Islamisten. Im Haus sprengten sich Verdächtige in die Luft. Mindestens 15 Tote gab es, 6 von ihnen Kinder. In einem anderen Haus in der Nähe wurden unter anderem Materialien für Bomben gefunden, Dynamit, Sprengstoffwesten und eine IS-Flagge. Die Armee präsentiert sich kämpferisch. Wir sind die Armee. Wir sind diejenigen, die das Land schützen. Und wir können das auch. Wir werden diese Gruppen aus dem Norden des Landes definitiv beseitigen. Da sind wir sicher. Die Anwohner mussten vorerst in diese Schule umziehen. Sie waren aus Angst geflohen, sind noch immer schockiert. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann. Die Ereignisse in der vergangenen Woche haben Sri Lanka verändert. Die Unsicherheit ist zurück. Reisehinweise wurden verschärft, gelten jetzt für das ganze Land. Das Auswärtige Amt warnt, es besteht grundsätzlich die Gefahr von weiteren Anschlägen. Reisenden wird zu erhöhter Wachsamkeit geraten, von nicht notwendigen Reisen nach Sri Lanka wird abgeraten. Katastrophal für eine wichtige Branche im Land, für den Tourismus, der sich nach dem Bürgerkrieg und dem Tsunami langsam erholt hatte. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen daran. 2014 kamen 1,5 Millionen Gäste nach Sri Lanka, 2017 waren es schon 2,1 Millionen und bis 2020 strebt die Regierung 4 Millionen an. Vor 2-3 Monaten ist es dem Tourismus in Sri Lanka noch gut gegangen, aber jetzt, die letzten 3-4 Tage, alles verloren. Seit den Anschlägen vom Ostersonntag. St. Anthony's Shrine und Colombo, ein Nationalheiligtum, ist eine der Kirchen, die getroffen wurden. Hier haben jetzt die Aufräumarbeiten begonnen. Ich kann die Kosten der Zerstörung noch nicht abschätzen, auch nicht, wie lange das dauern wird. Aber wir tun unser Bestes, den Wiederaufbau so schnell wie möglich abzuschließen, damit die Gläubigen wieder zum Gottesdienst kommen können.
Wegen der Terrorgefahr hat die katholische Kirche bis auf Weiteres alle Sonntagsmessen abgesagt. In vielen Moscheen fanden auch die Freitagsgebete nicht statt, aus Solidarität mit den Christen. Nachrichten von Gundula Gause. Die FDP hat auf ihrem Parteitag zahlreiche Vorschläge für mehr Gleichberechtigung und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie beschlossen. Auch die FDP selbst will attraktiver für Frauen werden. Nur 20% der Mitglieder sind weiblich. Die neue Generalsekretärin Teuteberg, die aus Brandenburg stammt, warb zudem für einen neuen Umgang zwischen West- und Ostdeutschland, das keine wohlmeinenden Ratschläge brauche, sondern wie die ganze Republik eine neue, schnellere Politik. Zum ersten Mal ist ein Vorstand eines DAX-Unternehmens nicht von den Aktionären entlastet worden. Bayer-Chef Baumann wurde gestern am späten Abend von über 55% der Anteilseigner das Vertrauen entzogen. Allerdings hat das keine rechtlichen Konsequenzen. Baumann steht heftig in der Kritik wegen hoher Rechtsrisiken durch die Monsanto-Übernahme. Unterstützung hat er aber weiterhin vom Aufsichtsrat. Arbeitsminister Heil, SPD, will gegen die Ausbeutung von Paketboten vorgehen und noch im April seinen Gesetzentwurf für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche vorlegen. Trotz des Widerstandes von Wirtschaftsminister Altmaier, der eine zu hohe Belastung für die Unternehmen fürchtet. Heil will die großen Paketdienste verpflichten, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen. Es gehe um Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt. Auch die neuen Zugeständnisse von Frankreichs Präsident Macron, wie eine deutliche Senkung der Einkommensteuer, gehen der Protestbewegung der Gelbwesten nicht weit genug. Auch an diesem Samstag demonstrierten wieder Tausende in Paris und anderen Städten landesweit laut Behörden 23.600. Insgesamt aber weniger als zuvor. In Straßburg kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm 26 Gelbwesten fest. Es ist heute 25 Jahre her. Man muss sagen, erst 25 Jahre, dass die Apartheid in Südafrika endete. Ein Regime, das darauf baute, dass Rassen, wie die Weißen das definierten, radikal getrennt lebten, arbeiteten, liebten, starben und bestattet wurden. Das Ganze war ein zum Himmel schreiendes Unrecht mit Gewalt aufrecht.